Perfekt. Willkommen zur Fraktionssitzung am 5.7.2016. Das ist unsere, ich kann nicht scrollen, 160. Fraktionssitzung. Und wir beginnen mit der Feststellung der Beschlussfähigkeit. Das haben wir gerade schon gemacht, als die Kameras noch aus waren. Wir grüßen Oberhausen. Bring mal die Kamera. Danke. Wir grüßen Oberhausen, wo das Kaufhaus steht. Wir sind beschlussfähig. Und wir stimmen zunächst über nicht öffentliche Teile ab. Wir haben drei Tops, zwei davon Personalien, eine davon eine Veröffentlichung, die euch zugegangen sind auch. Gibt es weitere Anmeldungen für nicht öffentliche Teile? Die Moni. Ja, ich hätte gerne, ich brauche nur zwei Minuten, möchte das aber an dieser Stelle gesagt haben, einfach zwei Sätze sagen zum Thema Fraktion. Top 15, zum Thema Fraktion. Klammer auf, Monika, Klammer auf, 2 Minuten. So, Beschlussvorschlag, Personalie, die eine wird ungefähr 20 Minuten dauern, die andere ist eine kurze, 5 Minuten. Und der nicht öffentliche Teil Veröffentlichung dürfte auch nur 5 Minuten dauern. Also sind wir ungefähr bei einer halben Stunde plus 2 Minuten für Monika. Olaf noch? Da müsste unten ein Top sein von wegen mit Kommunalausschuss. Da es da aber auch um sehr persönliche Sachen geht, bringt es nichts, den im öffentlichen Teil zu machen. Deswegen bitte ich, den auch in den nicht öffentlichen Teil zu nehmen. Okay, ich habe ihn tatsächlich gerade noch nicht in der Tagesordnung. Du trägst ihn ein, Grumpy, und zwar im mitarbeiteröffentlichen Teil. Oder nicht öffentlich, wir hätten es gerne. Nicht öffentlich, okay. Ja? Gut, Dankeschön. Das wird auch etwas länger dauern, also setze ich mal alles in allem für den nicht öffentlichen Teil eine Stunde an. Ist jemand dagegen, dass wir so verfahren? Das ist nicht der Fall. Dann machen wir das so. Dann kommen wir zu Top 1. Protokoll der letzten Sitzung ist euch zugegangen. Gibt es jemanden, der da Anmerkungen oder Redebedarf hat? Das ist nicht der Fall. Ist jemand gegen die Genehmigung des Protokolls vom letzten Mal? Das ist auch nicht der Fall. Dann ist das Protokoll genehmigt. Kommen wir zu Top 2, Bericht der Pressestelle. Mario, bitte. Guten Morgen. Ich war 2 Wochen nicht da, deshalb kann ich, wie ich gestern in der Veranstaltungsordnung gesagt habe, nicht so viel dazu sagen und muss mich noch ein bisschen aufarbeiten. Wir haben Plenumswoche. Ich habe bitte noch um Zuarbeit insofern, als dass ihr mir sagen könnt, was aus eurer Sicht unbedingt von uns bearbeitet werden soll, sodass ich das durchsprechen kann. Ich komme dem wahrscheinlich dann auch mehr oder minder Kritik ohne Kritik nach. Die Chance ist günstig. Wir bereiten in der Pressestelle mehrere Sachen der Öffentlichkeitsarbeit vor, Veranstaltungen. Bei Digitalen Kompass sind wir im Verzug, das muss man so klar sagen. Wir bereiten aber auch schon vorgedanklich die NRW-Tage, dazu werden wir gleich einen Antrag noch haben. Das Sommerfest, da wird Grumpy gleich direkt im Anschluss an mich bitte was zu sagen, weil der noch der ist am meisten darüber weiß und sei es nur ein geplanter Termin. Und was habe ich sonst noch? Ja, wir kriegen weiterhin positives Feedback. Es gibt ein, zwei neue Journalisten, die sich bei mir vorstellen diese Woche. Das funktioniert jetzt auch. Und ich habe eben schon gesagt, ich würde gerne in der sitzungsfreien Zeit einige Lokalsender, also sprich Fernsehlokalsender, die über DVB-T ausgestrahlt werden, besuchen. Wenn ihr da Kontaktdaten habt und mir die zuleiten könnt, wäre ich euch sehr, sehr verbunden. Wenn ihr also direkte Ansprechpartner habt, weil ihr da schon in den letzten 3,5 Jahren einen Kontakt hattet. Fragen beantworte ich so gut ich kann. Ja, die PM für Dietmar. Dietmar hat mich gestern angerufen.
Die ist nicht rausgegangen, das mache ich heute Vormittag. Das ist aber nur meine Schuld. Da kann sonst niemand was dafür. Ja, doch. Schulz. Schuld. Ich übernehme jetzt einfach mal die Verantwortung. Nein, tatsächlich, ist mein Ding. Ist mein Ding, arbeite ich nach. Grumpy. Falls es dabei zufälligerweise um den Themenbereich HFA geht oder andere PM, ich habe die jetzt nicht auf dem Schirm. Okay. Lass einfach die beiden machen. Wir haben da ja auch was laufen. Oh ja, da was laufen. Na, in dem Alter ist das gerade Fink, oder? Genau, gestern auch Bundespressemumble, Entschuldigung, noch kurz zur Erweiterung, was du gerade sagtest. Schleswig-Holstein hat etwas, wo wir vielleicht auch noch was draus machen könnten, gestern im Bundespressemumble mal vielleicht, war nur eine Überlegung für hier, Themen gibt es ja immer wie Sand am Meer, ein paar neue kommen eventuell mit dazu. Wie sieht denn das eigentlich aus mit der Ausbildung der Polizistinnen und Polizisten in Nordrhein-Westfalen? War dann so ein Nebenaspekt, der dann noch neu reinkam. Wahrscheinlich wird dich da mal der Pressesprecher Schleswig-Holstein kontaktieren, Dirk und oder Frank, war einfach so ein neuer Nebenaspekt. Ja, die Überlegung, ein großes Sommerfest zu machen, und zwar vor dem 10-Jahres-Geburtstag, wo wir selber hingehen und tatsächlich mal alle Kommunalvertreter hier in den Landtag einladen von uns in Nordrhein-Westfalen und unsere wichtigsten Ansprechpartner der NGOs aus Nordrhein-Westfalen ist so eine Überlegung, dies ganz bewusst nach der Sommerpause zu machen, in relativ unaufwendig, ganz klassisch, einen Grill hinstellen, auf gutes Wetter hoffen und einfach mal tatsächlich alle Leute aus NRW, die uns die ganzen Jahre über informationstechnisch begleitet haben und dem Bundesvorstand dann natürlich auch gerne, hier nochmal ins Haus zu holen, bevor es in die heiße Wahlkampfphase geht. Für ausgiebige Kontaktgespräche halte ich doch mal für eine nicht ganz so ungeschickte, ja, Sommerabschlussmöglichkeit. Gibt es dazu Fragen, Anmerkungen, sonst irgendwas? Sonst kommt Mario nochmal. Wir haben dazu einen Termin ins Auge gefasst, den wir einfach mal als Save the Date raushauen hier. Der ist nicht fix, aber von uns bevorzugt. Der 1. September, richtig, Marc? Okay. Also 1. September, es wäre nett, wenn ihr euch das einfach mal notiert. Abends um 19 Uhr? Ja, manchmal ja. Dann habt ihr ja was, worauf ihr euch freuen könnt im Ausschuss. Das ist ja toll. Ich kann kurz noch zur Erläuterung. Es geht auch darum, es geht nicht so sehr um uns, es geht auch vor allen Dingen um die NGO. Und genau das ist mit einer der Punkte. Der Donnerstag ist so der traditionelle Meet-and-Greet-Tag, und zwar landesweit auf allen Ebenen. Das ist so ein die Grünen. Oh, Entschuldigung. Gibt es weitere Wortmeldungen oder Fragen zu dem, was der Mario gesagt hat? Das ist nicht der Fall. Kommen wir zu Top 3, Bericht des Fraktionsgeschäftsführers. Diese Woche stehen wir mit dem Car Office heute in Oberhausen. Morgen werden wir in Herne sein, am Donnerstag in Neheim und am Freitag in Düsseldorf. Also eine volle Woche für das Car Office, 4 Termine, das ist gut. Wir hatten diese Woche die ersten Ergebnisse des Kernthemenbarometers erhoben in Gelsenkirchen und in Moers. Die habe ich herumgeschickt, die Ergebnisse. Dazu gibt es auch einen extra Tagesordnungspunkt, an dem ich eine Sache klären möchte. Dann haben wir 2 neue Mitarbeiter
Der Referent für Netz- und Medienpolitik, Uwe Stein, hat angefangen letzte Woche Freitag. Der sitzt in der 6. Etage, und zwar da, wo der Jan Kleine saß, also gegenüber von der Lara im Büro. Dann haben wir, das ist eine volle Stelle, dann haben wir für den Bereich Kinder, Jugend, Familie die Leonie Tonsen als neue Mitarbeiterin. Die ist seit Montag da für 20 Stunden. Die sitzt beim Sebastian im Büro neben Daniel. Das wäre es eigentlich. Danke. Gut, gibt es Fragen, Anmerkungen dazu? Dann kommen wir zum nächsten Top. Top 4, Bericht des Vorstandsreferats aus den KACs. Ja, erstmal schönen guten Morgen. Gestern aufgrund der spannenden, informativen Betriebsversammlung war nur ein Arbeitskreis, der stattgefunden hat, der aktuell ist. Es ging dabei im Wesentlichen um das Thema Section Control, was der Frank nochmal angeregt hatte zu diskutieren. Section Control ist jeden im Griff, natürlich hier. Ne? Es gibt eine Ausgabe für den Stream. Also Section Control ist eine Methode zur Geschwindigkeitsüberwachung auf Straßen, insbesondere Autobahnabschnitten, wobei das halt nicht über eine punktuelle Geschwindigkeitsmessung erfolgt, sondern in einem bestimmten Bereich das einfahrende Auto über das Kennzeichen erfasst wird. Das wird dann zunächst mal zwischengespeichert, und wenn das Auto diesen Bereich verlässt, dann wird das Kennzeichen abgeglichen. Man kann also in diesem überwachten Bereich die Durchschnittsgeschwindigkeit erfassen und damit eine Geschwindigkeitserfassung halt auf einen ganz bestimmten Streckenabschnitt realisieren. Das ermöglicht Leuten nicht einfach mal kurz vor der punktuellen Messung abzubremsen und dann wieder Gas zu geben. Man muss halt in diesem Bereich die Durchschnittsgeschwindigkeit einhalten. Das ist die technische Begründung. Deshalb wird es durchaus angestrebt, sowas zu machen. Aber uns ist natürlich klar, sobald Kennzeichen erfasst, gespeichert werden, sind die Daten irgendwo vorhanden. Und man kann natürlich viel versichern, sie werden gelöscht, sobald das Auto wieder diesen Bereich verlassen hat, kann man alles tun. Aber es gibt durchaus kritische Punkte dabei. Der Abgeordnete Patrick Breyer, so hat der Mario mir uns das versichert, gestern in der Vorstandssitzung, hat dazu auch eine Position ausgearbeitet. Es gibt also viel Hintergrundinformationen. Wir hätten das vielleicht mit ganz, ganz viel Glück noch als aktuelle Stunde beantragen können. Das ging aber dann nicht mehr aufgrund der Kürze der Zeit. Also 11 Uhr in einer Stunde mal eben was fertig zu machen, ist schon schwierig. Trotzdem wird Frank das sicherlich verfolgen. Denn der Hintergrund war, dass das Thema ist alt, Polizeigewerkschaft fordert das schon länger, ich glaube 2014 habe ich jedenfalls mal davon gelesen. Vor 2 Wochen circa hat die Regierungspräsidentin des Regierungsbezirks Düsseldorf, Regierungsbezirk Köln, eingebracht als Forderung, um auf der A1 das mal einzuführen, also an so einem Unfallschwerpunkt. Am Sonntag gab es halt die Meldung, das wäre ein Anlass gewesen, dass es praktisch ein Go von Jäger vom Innenministerium gab, macht mal ein Pilotprojekt. Frank wird da dranbleiben, also es wird mit Sicherheit über eine Anfrage erstmal thematisiert werden, und wir werden schauen, ob es da einen Antrag oder was auch immer zu gibt, aber das Thema ist natürlich ein durchaus unsere Kernbereiche betreffendes Thema. Das war, glaube ich, für den Stream ausführlich und korrekt genug. Dann haben wir kurz über die aktuelle Stunde Brexit gesprochen. Aktuelle Stunde Brexit wird netterweise vorbereitet von Tom, obwohl er krank ist. Also das läuft, keine Sorgen. Er ist auch im Pad drin. Joachim weiß Bescheid. Ich glaube, da sind alle Sachen, die wichtig sind, vorbereitet. Frank hat dann noch Salafismusprävention eingebracht, ist ein Antrag, der läuft im Zusammenhang mit Nachtragshaushalt, Umschichtung. Da ist aber die aktuellste Information gewesen über dich reingekommen, auch du bist dran. Zwei Themen gibt es, die zurückgestellt werden. Haushaltsänderungsantrag, das wäre der Hintergrund gewesen, in diesem Bereich eine Umschichtung von Haushaltsposten zu fordern. Das wird verschoben, aber das ist mit David gemeinsam in Bearbeitung, und du hast auch die Information entsprechend weitergegeben an Frank. Also es läuft. Okay, alles klar. Das Gleiche gilt dann eben für das Thema Nachtragshaushalt. Interessant wäre tatsächlich, und das würde ich hier anregen, ich kann sein, dass der Linus deshalb gekommen ist, ich weiß es nicht, die Thematik Ladenöffnungszeiten nochmal hier zu diskutieren. Tatsächlich gibt es einen Antrag, der ist auch relativ früh von der FDP zu dem Thema. Ich finde es schon interessant, weil man kann wie immer unterschiedlicher Meinung sein. Wir haben generell eine eher liberale Position, aber man sollte zumindest mal abgleichen, was man dazu an Argumenten vortragen kann,
und wie wir das einschätzen. Wir haben dann am Ende nochmal, das war aber dann so die Ausläufer, nochmal über unsere Wahrnehmung in den Medien derzeit gesprochen. Kann man viel zu sagen, wird daran gearbeitet. Ich glaube, wir verbessern uns eindeutig, auch dank der Arbeit von Mario und dem Presseteam. Social Media ist aber mir noch ein Anliegen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, ich habe hier selber in den beiden Sitzungen am letzten Donnerstag gesessen. Das war einmal die Anhörung zum BGE-Antrag, habe dazu zugehört, getwittert. Das sehe ich in meinem Twitter-Account, dass das tatsächlich dann auch Reichweite erzielt. Aber ist natürlich begrenzt. Ich habe, bitte? Pi mal Daumen, 1000 Follower, das ist machbar. Es wurde auch retweetet, aber es wurde wie so oft, und ich appelliere wirklich nochmal auch nach dem Vortrag von Sam Saini, pardon, ich kann mir den Nachnamen nicht merken, sorry, deutlich. Wir sollten wirklich alle unsere Aktivitäten koordinieren, und wenn solche Dinge stattfinden, und es ist mehrfach vorher gesagt worden, bitte nutzt eure Accounts, nutzt den Fraktionsaccount, um zu retweeten, um die Reichweite zu erhöhen. Idealerweise sollte die Reihenfolge sein, erst der Fraktionsaccount und dann wird retweetet, aber wie auch immer, wir können da noch viel optimieren. Ich glaube, wir haben letzten Montag sehen können, dass wir nicht optimal aufgestellt sind und alle anderen machen es mittlerweile oder fast alle anderen besser als wir. Also bitte, bitte konzentriert euch darauf, wenn solche Themen sind, und sie sind kommuniziert worden. Und wenn es nicht ausreichend kommuniziert worden ist, intern kann man auch nochmal darüber reden, wie man es besser intern kommuniziert. Das Gleiche galt dann auch noch für die sehr kurz abgebügelte Geschichte, wie so oft in Themen, über die die anderen nicht sprechen wollen. Wir hatten noch eine Expertenhinzuziehung im Ausschuss für Verkehr und Wohnen zu unserem Dieselgate-Antrag, der eigentlich gar kein Dieselgate-Antrag war, sondern der ein konstruktiver Ansatz war, lernt doch aus diesen Vorfällen und kapiert, dass die Zukunft nicht im Verbrennungsmotor liegt, sondern in Elektromobilität, wenn man Klimaziele erreichen will, lernt, dass nicht nur das ein Umschichten von dem einen Autotyp zum anderen das Notwendige ist, sondern ÖPNV gefördert werden muss. Das hat Olli alles in einen Antrag gepackt. Es gab dann eine Expertenhinzuziehung mit einer Expertin, genau einer Expertin von der Deutschen Umwelthilfe. Die anderen Parteien haben sich, anderen Fraktionen, pardon, haben sich schlicht geweigert, da irgendwas zu machen. Das war quasi mit Ansage, man hat uns intern zu verstehen gegeben, SPD will darüber nicht reden, FDP will darüber schon gar nicht reden und auch die CDU will darüber nicht reden. Und ich denke, es ist immer ein guter Hinweis, wenn die anderen darüber nicht reden wollen, dass wir einen Punkt getroffen haben. Nichtsdestotrotz ist es ein Armutszeugnis, wenn bei einem Thema, wo man echt viel zu sagen kann, auch durchaus kontrovers zu sagen kann, die anderen schlicht sagen, reden wir nicht drüber, wir haben keine Experten, wir stellen keine Fragen. Es war dann wirklich so eine Soloshow, eine Expertin saß da, Deutsche Umwelthilfe, die klagt derzeit gegen viele Städte. In München schon mit Erfolg, jetzt wird auch Geld fließen in Richtung Strafzahlungen. All das passiert, all das scheint die anderen nicht zu interessieren, weil wir das Autoland Nummer 1 bleiben wollen und mit einer veralteten Technologie glauben, in die Zukunft gehen zu können. Also das ist schon bedauerlich, aber nichtsdestotrotz sollten wir an den Themen dranbleiben. Vielleicht noch eine kleine lustige Geschichte. In der BGE-Anhörung ging es auch aufgrund der Nachfragen von Michel an einer Stelle um Zukunft von Arbeit, das war ja der generelle Tenor des Antrages. Was tut sich denn, wenn irgendwie die Fahrzeuge alle autonom fahren? Und das fand ich sehr interessant, der smarte, engagierte Mensch vom Deutschen Institut der Wirtschaft in Köln hat dann gesagt, ja, also autonome Autos, das sei nichts für ihn, die seien ja zu defensiv programmiert. Das fand ich wirklich so eine typisch passende Antwort, so dynamisch. Bitte? Das war eine richtige, gute Männer, die passte auch zu einem Typ, also so alles war perfekt. Ich sage das auch mit dem Mikro, der hat gesagt, ich fahre dann richtig schön aggressiv, dann fahren die anderen Autos mir alle aus dem Weg, bin ich schneller zu Hause. Ja, die sind so defensiv programmiert. Und das ist die zynische Logik. Natürlich machen die deshalb weniger Unfälle, weil die einfach richtig fahren, weil die sich einfach nur an alle Regeln halten. Denn das ist keine Frage von komplizierten ethischen Algorithmen, sondern das ist einfach Standard. Die müssen sich halt an die Regeln halten. Und das tun viele Autofahrer nicht. Und ich glaube, mal 80% der Unfälle sind dadurch verursacht, dass man zu schnell gefahren ist, zu wenig Abstand gehalten hat, bei Rot durchgefahren ist, jemand die Vorfahrt genommen hat. Und das tun die halt alle nicht so. Also war witzig, passte zum Thema, passte auch zum Ablehnen des BGE-Antrags. Also ja, eine nette Anekdote, aber auch da hat man uns ja gezeigt, wir wollen über dieses Thema nicht reden. So, das war's zu dem Thema. Ich würde aber tatsächlich gerne die Diskussion, wenn hier Platz dafür ist, können wir natürlich auch im Bereich des Plenarpads, da ist der Antrag ja drauf, machen, diese Ladenöffnungszeitgeschichte nochmal thematisieren. Das darf jetzt die Redeleitung entscheiden, ob wir das jetzt an dieser Stelle tun oder im Zusammenhang mit dem Antrag der FDP, der dann im Kontext mit dem Plenarpad auch besprochen wird. Danke. Es sei denn, ihr habt noch Nachfragen. Also ich würde es gerne im Plenarpad machen, weil wir da über die Anträge reden, aber wenn jetzt jemand möchte,
Es ist Zeit für Anmerkungen, Fragen. Mario. Zu deinem Eingangsstatement. Ich würde mich freuen, wenn du mit deinem, ich könnte es natürlich so wie gestern machen, aber ich würde mich freuen, wenn du mir, weil die Sachen sehr direkt sind, wenn du mir einfach ganz direkt auf mich zukommst, sagst du mal, guck mal, da ist gerade das und das passiert. Was planst du da? Hast du das auf dem Schirm? Oder seid ihr da dran? Irgend sowas? Weil wenn man so etwas im Vorhinein erkennt, dann sind wir natürlich für Zuarbeit dankbar und sagen, hey, super, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Ich empfinde konstruktive Kritik immer als positiv und das ist sie in dem Fall ja. Also tatsächlich, du warst, glaube ich, dann noch nicht da letzte Woche Donnerstag. Ich finde das auch ganz hervorragend. Also ich weiß, dass das läuft. Man kann auf dich zugehen, ganz offen. Jeder, glaube ich, hat das zur Kenntnis genommen hier. Und du machst dann auch was. Man kann auch, kriegt vielleicht auch mal eine Ablehnung, aber es läuft, ja. Du warst jetzt in dem Fall ja nicht da. In dem Fall, ich sage ja, da ist auch intern noch Optimierungsbedarf, ja. Also es ist einfach so, ich bin halt da reingegangen oder habe mir die Zeit genommen, habe den Twitter-Account bedient. Kann man optimieren. Und auch indem man auf die Presseleute zugeht, passiert, gebe ich zu. Also ich sehe daraus konstruktive Kritik her. Ja. Ich wollte nur noch mal sagen, Leute, wir haben noch die 11 Monate, 10 Monate und wir können da noch viel reißen. Und wir haben die Möglichkeit, Social Media selber zu bedienen und sind nicht auf Journalisten angewiesen, die uns wohlwollend über uns berichten. So. Aber wir sind da dran und ich glaube, es geht in die richtige Richtung. Und es gibt ja auch eine Stellenausschreibung, die den strategischen Bereich Social Media erfasst. Also läuft in die richtige Richtung derzeit, denke ich. Gut. Gibt es weitere Anmerkungen? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir jetzt bin ich gerade hier durch irgendein Copy-Paste runtergeschoben worden. Was ist das hier alles? Das sind Open-Anträge. Ja, aber warum schiebt mich das runter? Naja, egal. Ich warte, ich scroll wieder hoch. Wir kommen auf jeden Fall jetzt zum Plenarpad. Da haben wir es. Genau, Top 5. So, Plenarpad. Wir gehen einmal alle Anträge durch, wie bekannt. So, Mittwoch, 6. Juli. Erstens Unterrichtung durch die Landesregierung. Es geht um unser Wasserstraßenhafen und Logistikkonzept. Stärkt NRW als Logistikdrehscheibe. Zu dem Punkt? Oder generell zu? Okay, zu dem Punkt. Wir haben einen Referenten, wir haben Redner. Die Zielrichtung steht da noch nicht. Frank, bitte. Ja, ich wollte nur darauf aufmerksam machen, wo das gar nicht meine Baustelle ist, aber dass ich es für eine Unverschämtheit halte, wenn an dem Mittwoch vor der Unterrichtung der Landesregierung, was ja sowieso eine PR-Kampagne der Landesregierung ist, wenn sie unterrichtet, dann noch um 9 Uhr eine PK gemacht wird von der Landesregierung zum Landesentwicklungsplan. Was ja auch einen Zusammenhang damit hat. Das wollte ich nur kurz anmerken für diejenigen, die sich damit beschäftigen. Wir haben es schon aufgefallen. Ja, okay. Sind gut im Marketing. Ja. Wir werden allerdings nicht die Ersten sein, die das bestimmt in dieser Unterrichtung negativ anmerken. Die CDU ist vor uns dran und der ist das garantiert auch aufgefallen. Spätestens jetzt, wo der Praktikant der CDU zuguckt, wissen Sie Bescheid. Kommen wir zu Top 2. Maßnahmenpaket zur Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahls. Rednerabstimmungsempfehlung, Zielrichtung haben wir. 3. Mehr Freiheit und weniger Bürokratie bei Ladenöffnungszeiten am Sonntag. Ein FDP-Antrag. Wir haben einen Referenten und einen Redner mit Fragezeichen. Linus, willst du was sagen? Kann ich gerne machen. Reden. ich rede dazu, ganz genau. Deswegen bin ich ja jetzt hier, weil so Ladenöffnungszeiten ist natürlich immer ganz interessant, weil dahinter ja auch eine gesellschaftspolitische Dimension immer ist. Hintergrund ist hier jetzt gerade, dass das Oberverwaltungsgericht Läden in Velbert untersagt hat, am Sonntag zu öffnen, weil sie sagen, der Anlass ist nichtig. Also Hintergrund ist, und daraus hat die FDP dann hier einen Antrag gemacht, der in den Wirtschaftsausschuss überwiesen wird. Hintergrund ist, auch die FDP will nicht daran rütteln, dass Läden nur an 4 Sonn- und Feiertagen aufmachen dürfen für bis zu 5 Stunden. Das bleibt nach wie vor. Es geht aber darum, FDP sagt, dieser Anlassbezug muss aufgehoben werden. Ansonsten müssen Kommunen, wie jetzt gerade in Velbert geschehen, abwägen, ob jetzt irgendein kleines Marktfest groß genug ist, um das zu rechtfertigen.
wo man, wenn Verdi dagegen klagt, wie jetzt geschehen, auch mal eine Niederlage kassieren kann. Das ist das eine. Und Sie sagen, es gibt noch eine zweite Restriktion, und zwar, dass es bis zu 11 Sonn- und Feiertagen im Jahr passieren darf. Es gibt da, das ist ja nach Stadtvierteln auch untergliedert. Und insgesamt für eine Stadt, für eine Gemeinde gilt halt das Gebot, dass nur an bis zu 11 Sonn- und Feiertagen irgendwas offen haben darf. Sie sagen, hey, das kann vielleicht in einigen Dörfern oder so, ist das vielleicht in Ordnung, als in Großstädten sollte diese Restriktion zum Beispiel aufgehoben werden. So, das ist die Begründung dahinter. Das sind die zwei wichtigsten Punkte hierbei. Ist also ein bisschen jetzt eingebettet, geht jetzt nicht um eine ganz große Öffnung, geht auch gar nicht, ist ja grundgesetzlich festgelegt, dass wir einen Sonn- und Feiertagsschutz haben, geht ja nur um eine gewisse Öffnung. Trotzdem fände ich hier mal ein Fraktionsbild ganz interessant, weil, wie gesagt, dahinter ist ja auch eine gesellschaftspolitische Dimension, ob man jetzt den Sonntag als Besinnungstag nimmt, ob wir an den Arbeitnehmerschutz denken oder ob wir sagen, oder einen liberalen Ansatz hier wählen. Gut, dann erst Joachim. Also ich muss sagen, ich votiere da auch deutlich für ein Meinungsbild in der Fraktion. Ich bin selber sehr ambivalent, was dieses Thema angeht. Auf der einen Seite Ruhe und Besinnungstag und auf der anderen Seite, das Internet hat 24/7 auf und der Einzelhandel würde gegenüber dem Internet ein bisschen nach vorne kommen, wenn man die Läden halt sonntags öffnet, wo Leute vielleicht mehr Zeit haben. Also ich bin da ganz, ganz gespalten und es ist eigentlich ein Scheißthema. Ja, ich habe dich. Ich habe nur Joachim kurz vorgelassen, weil er der Redner sein sollte. Ja, gesellschaftspolitisch tatsächlich ein schwieriges Thema. Ich glaube, dass da jeder eine eigene Meinung hat, die zwischen den beiden Polen Mitarbeiterschutz und wir wollen nicht von der kirchlichen Tradition dominiert werden, irgendwie hin und her schwankt. Da wir jetzt bei Meinung abgeben sind. Ich bin seinerzeit in die USA geflogen und habe mich gewundert, dass ich da sonntags abends um 22 Uhr aus dem Flughafen trete und direkt gegenüber ist ein Walmart auf. Habe mich sehr darüber gewundert, dass da nur alte Leute und Studenten an der Kasse saßen, aber das ist nun mal deren Zeit, wo die normalen, in Anführungszeichen, Arbeitnehmer bei Walmart nicht arbeiten, sondern die Aushilfskräfte, die dann ihr Taschengeld oder ihre Rente aufbessern. Jetzt ist das natürlich ein anderes Sozialsystem und so, nicht vergleichbar, und trotzdem muss ich sagen, ich verstehe in vielen Bereichen nicht, warum die Ladenöffnungszeiten so sind, wie sie sind. Und was ich gar nicht verstehe, ist tatsächlich, und da bin ich vollkommen bei der FDP, ist diese Begrenzung auf die 11 Termine im Jahr. Weil tatsächlich für eine Großstadt wie Köln, wenn die FDP redet häufig vom Bürokratieabbau, und das Ding ist wirklich ein Bürokratiemonster, weil die Städte müssen Pläne aufstellen. Am Anfang des Jahres müssen sich dann die Stadtteile anmelden, wer möchte wann, wo, aus welchem Anlass. Und das ist ein Riesending, und ich finde, da sollte tatsächlich irgendwie weniger Bürokratie rein, und bin sehr ambivalent eingestellt, aber mehr auf der Seite sonntags auf und fertig. Genau, Toso, Grumpy, Moni, Kreon, Olaf. Ja, ich sehe das ganz praktisch und übrigens weit weg von Kirche, das ist mir an der Stelle völlig egal. Ich sehe das halt aus der Sicht des arbeitspolitischen Menschen. Jeder braucht nach einer gewissen Phase der Arbeit eine gewisse Ruhephase. Diese Gesellschaft hat sich darauf geeinigt, das in Form eines Wochenendes zu tun. Gemeinschaftlich verbrachte Freizeit ist sinnvoll für eine Gesellschaft. Wenn diese Freizeit jetzt eingeschränkt werden soll, vor allen Dingen diese gemeinschaftliche Planbarkeit, da muss dafür erstens ein guter Grund vorliegen, und zweitens, damit das nach heutigen Maßstäben sozialkompatibel vor sich gehen kann, muss selbstverständlich jederzeit, wenn da geöffnet werden soll, eine Kinderbetreuung vorhanden sein. Ohne Kinderbetreuung keine Öffnung am Sonntag. Ganz einfache Geschichte. Das ist mir egal. Nur die Gesellschaft muss sich bewusst sein, was da für ein Rattenschwanz hinterhängt. Wenn ich jemanden dazu verpflichte, am Sonntag arbeiten zu gehen, dann muss ich als Gesellschaft auch sagen, dann sehe ich zu, dass die Verpflichtungen, die dieser Mensch am Sonntag Abhängigen gegenüber hat, auch eingehalten werden können. Einfach. Ja, da hängt eine Menge hinten dran, Toso, da hast du recht. Das Beispiel der Vereinigten Staaten, das Michelle gerade angeführt hat, ich bin ja auch schon in einigen Ländern rumgekommen, und mir fällt also bei unseren direkten Nachbarn, egal ob es in Belgien ist, ob es in den Niederlanden ist,
Wir kennen die Situation, sehr viele Leute tingeln übers Wochenende zum Einkaufen in die Niederlande oder auch gerne an Feiertagen, auch gerade an kirchlichen Feiertagen. Das gleiche gilt für Spanien, Frankreich, Italien, Schweden, Norwegen, Dänemark. Polen weiß ich jetzt mal ausnahmsweise nicht. Polen hat sonntags offen und die konservative Regierung will das jetzt wieder abschaffen. So. Genau. Die gehen nicht mehr in die Kirche. Also, es fehlen zum einen die sozialen Parameter oder sind noch nicht richtig gesetzt in dieser Hinsicht. Gleichwohl muss man wohl feststellen, dass auf jeden Fall auch neue Leute in diesem Fall vonnöten sind, weil wir haben halt 40-Stunden-Woche und mehr ist halt nicht drin. Sollte also 48 bei 6 Tagen, ja, aber wie gesagt, das war das mit der Ruhezeitenregelung. Aber meine persönliche eigene Tendenz geht auch tatsächlich dahin zu sagen, innerhalb Europas, warum nicht? Also die Stadtteilregelungen selber sind Bürokratiemonster. Ich habe es jetzt in Bild wieder mitgekriegt. Die Leute selber, auch die kleinen Läden, die machen sogar teilweise gerne auf, weil es bringt auch wirklich was. Allerdings ist es halt richtig, richtig viel Arbeitsaufwand. Für mal, immer in dieser kurzfristigen Planung. Anders als wenn man sagen könnte, okay, ich mache dafür jetzt zukünftig mittwochs zu oder so. Gibt es nämlich auch. Wir kennen das von früher. Der Friseur und die Restaurants Montag, Ruhetag. Ich würde mich so ein bisschen Michelle anschließen wollen, möchte aber noch mal darauf hinweisen, was ist denn eigentlich dieses Einkaufen, dieses Shoppen? Also während es früher ja mal war, sich was zu besorgen, was einem fehlt, muss man heute sagen, Einkaufen ist Freizeitbeschäftigung. Punkt. Und wenn ich sehe, dass jede andere Freizeitbeschäftigung, sage ich mal, am Wochenende auch geöffnet ist, sei es ein Kino, sei es diverse andere Dinge, ein Museum, dann weiß ich tatsächlich nicht, warum man das jetzt beim Einkaufen, also da plötzlich sagt, da braucht es eine Kinderbetreuung. Ich kenne keine einzige irgendwie Kellnerin, die eine Kinderbetreuung hat am Wochenende, seltsamerweise. Also ich verstehe nicht, warum man jetzt da so ein, ich sag mal, Geschiss drum macht, weil es haben so viele Dinge sonntags auf, die nicht nötig sind. Das fängt an bei den Tankstellen. Dann kannst du die Kinos schließen. Ja, ich verstehe einfach nicht, warum ich bei einem Gewerbezweig dass das so emotionalisiert wird, wenn ich mal überlege, wer alles am Wochenende arbeitet und dafür einen anderen Tag frei hat. Ich nehme mal die komplette Pflege. Hier so zu tun, als würden nur die Verkäuferin bei C&A stehen und alle säßen zu Hause bei Kaffee und Kuchen, das halte ich für hochgradig lächerlich. Sehr schön. Es geht um die Vögel, oder was? Achso. Nee. Ich wollte fragen, warum die Kirchen sonntags aufhaben dürfen. Also, mir haben Michels und Monis Rede jetzt ganz gut gefallen. Von mir aus könnt ihr da gerne in die Bütte gehen. Ich wollte mal auf die Positionen der Partei hinweisen. Also wir haben tatsächlich in der Partei, an einer Stelle habe ich mal gesehen, ist Daniel eigentlich hier? Nein. An einer Stelle habe ich gesehen, aha, wir kooperieren in Münster ja im Rat mit der ÖDP. Die sind natürlich gegen Sonntagsöffnung als kirchennahe Partei. Die CDU wird natürlich auf jeden Fall total gegen wettern, das ist klar. Also da haben wir eine ganz klare Spaltung sozusagen in der Opposition. SPD und Grüne werden sich irgendwie ausreden, dass das jetzt irgendwie alles ganz toll ist. Das heißt, man kann sich überlegen, macht man da überhaupt ein Fass auf an der Stelle? Will man sich an der Diskussion CDU-FDP beteiligen? Oder sieht man, da läuft die Linie ganz anders wie sonst. Wir beschränken uns, so ähnlich wie Michel das eben gemacht hat, darauf zu sagen, aber FDP, das, was ihr hier wollt, ist doch auch Bürokratie. Und redet so ein bisschen dran vorbei. Man kann natürlich auch die Verpflichtungen generell der Unternehmen für familientaugliche Beschäftigung hervorheben. Aber ich persönlich
sehe in der Partei nicht, dass wir gegen Sonntagsöffnung sind, beziehungsweise gegen eine relativ liberale Ladensöffnungszeit. Wir sind die Partei, die diese Chronotypen-Sache auf Parteitag hatte und an anderer Stelle darüber spricht, dass die Welt viel flexibler sein müsste. Und dann springen wir rein, wenn es um eine Sonntagsöffnung geht. Das sehe ich so nicht. Auch wenn ich andererseits keinen Beschluss der Partei kenne, keinen offiziellen Beschluss der Partei kenne, der Sonntagsöffnungszeiten von Läden generell befürworten würde. Ich glaube aber, dass wir alle sehen, dass die Liberalisierung in den letzten Jahren, Jahrzehnten den Menschen eher viel gebracht hat. Und das letzte Mal, wir hatten Ladungsöffnungszeiten ja schon mal im Plenum, als Rot-Grünes geändert hat. Das letzte Mal haben wir, zumindest ich, dagegen gestimmt. Ungefähr 2 Wochen, nachdem das Gesetz in Kraft war, ich glaube, das war gleich sogar in derselben Woche, sah ich auf Twitter die Leute sagen, boah, wie blöd, der Rewe hat jetzt Samstag 22 Uhr zu. Oder wie doof, der Bäcker hat nicht mehr offen. Und die dann gar nicht wussten, dass das eigentlich an dem Gesetz hängt. Also die letzte Gesetzänderung war irgendwie bescheuert, weil sie versteht niemand. Warum denn samstags jetzt früher zu? Und warum darf der Bäcker an bestimmten Feiertagen öffnen und an anderen nicht? Kapiert niemand. Also es ist jetzt natürlich kompliziert, es ist so. Und an die Stelle kann man rein. Momentan sitzen tatsächlich Studenten und Rentner abends an den Kassen. Und die machen das gerne, zumindest die ich so im Rewe treffe, und da wirklich frage, ob das natürlich weiterhin so ist, wenn die Öffnungszeiten noch mehr ausgeweitet werden, ob es da noch genug Studenten gibt, die das machen wollen, ist eine andere Frage. Also von mir aus kann Moni die Rede, die sie eben gehalten hatte, auch dort halten. Olaf. Ich möchte mich da eigentlich einen Toso nochmal anschließen, wobei ich eigentlich erstmal ganz blöd frage, worum geht es in dem Antrag? Und wenn ich es richtig mitgekriegt habe, geht es darum, ob die Städte die 4 Tage, die sie sowieso dürfen, frei wählen dürfen und nicht mehr irgendwie einen Anlass dafür suchen müssen, ob sie wählen. Also von daher dem Antrag schon mal auf jeden Fall dafür, obwohl ich gegen Sonntagsarbeitszeiten bin. Das ist nämlich genau der Punkt. Die vier Wochen fallen eh weg. Also das heißt, ob sie jetzt einen Anlass haben oder nicht, und dann finde ich es fair, was soll der Bürokratie darunter? Allerdings finde ich hier manche Sachen ein bisschen schon, hier werden Feiertage mit Sonntagen verglichen in der Argumentation, das fand ich jetzt auch nicht so klar. Wir haben unheimlich viele Feiertage, deswegen fährt man von hier aus in den Feiertagen in andere Gegenden. Ob zum Einkaufen oder zum Urlaub, ist da auch noch irgendwie fraglich. Also ich fahre sicherlich auch, wenn ich Feiertage habe, unter Umständen nach Holland, aber nicht zum Einkaufen. Dann gibt es da zum Beispiel andere Sachen, muss man nämlich dann auch erwähnen. Ich kann nämlich, glaube ich, versuch mal am Montag in vielen Städten in Holland was zu kriegen. Ist nämlich fast nicht möglich. Ja? Bei den Tankstellen wäre ich direkt dabei, machen wir die Tankstellen zu. Ich kann auch mit dem Tank planen, ob ich über den Sonntag komme. Könnte ich machen. Ich sehe Tankstellen nicht als notwendig an. Während ich die Pflege schon als notwendig betrachte. Und da ist jetzt die Sache. Und wenn du jetzt sagst, das eine ist auch noch frei, das eine ist auch noch Freizeit, ja, dann müssen wir an der Stelle aber nochmal unterscheiden, was ist es. Also der Lebensmittelhandel, der auch einen ganz, ganz großen Teil ausmacht, ist sicherlich nicht Event. Also ich gehe jetzt nicht als Event, ja genau, ich stelle mich jetzt nicht aus Spaß an die Fleischtheke, genau. Heute mal Würstchen kaufen. Ja genau, heute mal Würstchen kaufen, ja. Müsste man da unter Umständen auch mal trennen. Aber das ist jetzt alles nicht, die Frage ist die, wie weit wollen wir jetzt darauf im Einzelnen eingehen. Der Antrag als solches, wenn es wirklich nur um diese ich habe ihn nicht gelesen, ich kenne jetzt nur die Zusammenfassung, wenn es wirklich nur um die frei wählbaren Wochen geht, ich meine, ich glaube, da hätte jetzt keiner hier, und deswegen ist es auch gar nicht so schwierig, jetzt glaube ich, eine gemeinsame Meinung. Ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, dass da jemand was gegen hat, dass die anders gewählt werden dürfen, weil das sehe ich auch als überblödsinnige Bürokratie an. Und die Sache noch zu den Sonntagen, nö, es muss nicht der Sonntag sein, von mir aus können wir den Tag in der Woche wechseln. Also ich habe nichts von dem Sonntag, also nur jetzt auch so, ne, bitte jetzt hier keine kirchliche Nähe zuschreiben, ich habe mit der Kirche überhaupt nichts am Hut. Ich möchte nur einen gemeinsamen Tag, an dem alle Menschen weitestgehend etwas zusammen machen können. Und der sollte so möglichst weit gesellschaftsweit sein.
Gut, als nächstes habe ich Nixos. Noch 5 Minuten. Ja. Ich möchte es auch kurz machen. Wie so oft ist es ja so, dass hier viele gute Argumente vorgetragen wurden, pro und contra. Letztendlich geht es bei der Entscheidung immer, die dann abzuwägen und zu gewichten gegeneinander. Ich möchte mal auf eins hinweisen. Ich glaube, so in der Historie waren Arbeitszeiten ganz früher mal ungeregelt. Da wurde einfach gearbeitet. Es gibt Leute, die mussten nicht arbeiten und ganz viele mussten arbeiten. Die mussten jeden Tag arbeiten, irgendwie um die Runden zu kommen. Da gab es keinen Urlaub, da gab es keine Arbeitszeitbegrenzung, gab es sowas alles nicht. Ganz egal, ob damit jetzt die Kirchen zu tun haben oder sonst wer, das ist mir auch völlig egal an dieser Stelle. Irgendwie ist es eine Errungenschaft, sich darauf geeinigt zu haben, einen oder vielleicht sogar zwei, das Wochenende ist ja so ein bisschen halb der Samstag, als gemeinschaftlich freien Tag zu haben. Und jeder Schritt in die andere Richtung ist so eine Rückabwicklung davon. Ja? Und die Argumente sind alle ja zutreffend, um zu sagen, die anderen müssen ja auch, aber zu sagen, weil die Pflege muss, und die muss natürlich wirklich, nein, Entschuldigung, so, wer die müssen, sollen die anderen auch, nee, andersrum. Eigentlich sollte man dafür sorgen, dass immer weniger müssen und nicht immer mehr müssen. Und ich finde das auch wirklich einfach mal zu sagen, Leute, nee, brauchen wir nicht. Ist nicht nötig, es funktioniert, die Wirtschaft läuft prächtig, ohne dass ne, der FDP-Antrag hier diese Regelung zu vereinfachen geschenkt. Sollen sie machen so. Aber echt doch mal anerkennen, dass es ein Fortschritt war für Arbeitnehmer, die meisten von uns sind oder waren und in dieser Gesellschaft immer noch die Mehrheit ist, zu sagen, nee, wir wollen das nicht rückabwickeln, wir wollen eher in die andere Richtung mehr Freizeit schaffen so und auch welche, die gemeinschaftlich verbracht werden kann. Das wäre mein Plädoyer, das zumindest auch zu berücksichtigen dabei. Und das war's. Danke. Gut, Mario, 3,5. Ich fasse mich noch kürzer. Bitte? Auf der Liste ist Linus vor mir. Oh, Linus, 3,5. Ich fasse mich auch kurz. Kann doch beide kurz an. Wie gesagt, wir können hier eine kleine Lösung wählen und ich sehe hier gerade eigentlich, dass ziemlich viele dafür sind, dass wir einfach sagen, es geht hier im Kern eigentlich nur darum, dass die Kommunen ein bisschen flexibler entscheiden können, aber es rüttelt ja keiner an der Obergrenze 4 offene Sonntage. So, ne? Das können wir machen. Was anderes ist es natürlich, wenn wir mal mit einem Paukschlag rausgehen wollen, ne? Und sagen, sowas, was Moni gerade vorgeschlagen hat. Ne? Das wäre halt die Frage, ob das... Genau, deswegen sitze ich auch hier, ob wir mal eine große Position finden oder ob wir sozusagen im Kleinen sagen, ja, so ein bisschen Flexibilisierung ist schon in Ordnung. So, das nur nochmal begleiten, damit wir wissen, worüber wir hier reden. Jetzt Mario. Ja, ich will dann schnell sein. Es wird euch nicht verwundern, dass ich politisch nah bei Toso bin und ihm auch wieder zustimme und auch abseits von jeglicher kirchlicher Tradition. Also grundsätzlich gibt es sowas schon in anderen Bundesländern und das ist damit nicht ein Bürokratiemonster, das funktioniert einwandfrei. Zu bedenken ist hierbei die schiere Größe des Fachbereichs Einzelhandel. Der Einzelhandel betrifft sehr, sehr, sehr viele Menschen als Kinos. Wer durch die Städte geht, wird feststellen, dass es deutlich mehr Einzelhandelsgeschäfte als Kinos gibt. Das ist vielleicht bedauerlich, aber ist nun mal so. Dass da im Weiteren in dieser Branche ohnehin sehr viele Teilzeitbeschäftigte sind, die eben familiär anders eingebunden sind, ist etwas, was auch zu berücksichtigen gilt. Und mich wundert so ein bisschen, dass Arbeitskräfte hier so als Humankapital betrachtet werden, nach dem Motto, hey, da darf der noch arbeiten und da haben sie was. Da schließe ich mich auch dem Manchester-Kapitalismus-Kritik von Olli an. Und auch Studenten sind aus meiner Sicht nicht in erster Linie Leute, die in Arbeit zu bringen sind, sondern die sollten vielleicht mal studieren. Und dann sollten wir vielleicht Möglichkeiten schaffen, dass die auskömmlich studieren können. Ich war schon an einem Sonntag hier und allen Befürwortern der liberalen Geschichte, ich habe ganz wenige von euch hier gesehen. Danke. Kurz den Timer anhalten, atmen. Ja, ja. So, der Toso ist dran. Also, Entschuldigung, ich halte den Timer an wegen folgenden Satzes. Du wolltest dich kürzer fassen als der Nixus, das hat nicht geklappt. Jetzt der Toso, 1,5 Minuten. Ja, ganz einfache Geschichte. Die Beispiele, die Moni aufgezählt hat, sind genau aus der gewachsenen Nummer so, wie sie sind. Genau Freizeit hat am Wochenende auf. Genau Einzelhandel ist vielfach eben nicht Freizeit. Was Vergleich mit Pflege oder Krankenhäusern oder sowas angeht, kann man überhaupt nicht vergleichen, weil das einfach
lebensnotwendige Dinge sind. Shoppen gehen ist meistens nicht lebensnotwendig. Jetzt das Ganze mal mit Zahlen unterfüttert, weil die sagen, viele gehen am Wochenende arbeiten. Die Zahlen haben sich dahingehend geändert, dass vor etwa 20 Jahren etwa ein Viertel der arbeitstätigen Bevölkerung an Sonn- und Feiertagen gearbeitet hat. Inzwischen ist es knapp ein Drittel. Das wird von vielen sehr negativ gesehen. Das Ganze funktioniert an sich auch nicht, auch mit diesem rollierenden System, was ich ja nett fände. Was weiß ich, 4 Tage arbeiten, 2 Tage frei, einen halben Tag oder irgendwie sowas, kann man alles machen. Das funktioniert an der Stelle aber nicht mehr, wo wir das mit dieser Freizeit und der Arbeitsaufteilung genau haben, wie wir es jetzt haben. Und ich, Moni, bin sehr gespannt auf die Diskussion, die du vielleicht mit deinen Lehrerkolleginnen und Kollegen hast, wenn du denen erzählst, sie möchten demnächst bitte am Wochenende arbeiten. So, ich habe noch auf der Liste. Ja, ja. Ruhe. Ich habe noch auf der Liste Simone, Stefan, Danu und mich und Moni. Die Zeit ist um, also die 15 Minuten. Hat jemand was dagegen, dass wir jetzt weitermachen und diese 5 Wortbeiträge noch hören? Das ist nicht der Fall, dann sind die 5 jetzt noch dran. Wir fangen an mit Simone. Nein, Simone zurückgezogen. Achso, Simone ist gerade raus. Entschuldigung. Dann Stefan erst. Also, das derzeitige System ist ja nun völliger Anachronismus. Nehmen wir mal als Beispiel die Bäcker. Die dürfen eigentlich offiziell ein paar Stunden am Sonntag öffnen und frische Brötchen verkaufen. Was machen die Bäcker nun? Die stellen sich eine Kaffeemaschine in den Laden, holen sich eine Gastronomiekonzession, nennen sich dann Stehkaffee und plötzlich dürfen sie Sonntag den ganzen Tag öffnen. Aber sie dürfen eben nicht den ganzen Tag frische Brötchen verkaufen. Wenn man ihnen jetzt das Brötchen verkaufen den ganzen Tag erlauben müsste, müsste kein einziger zusätzlicher Mensch dafür am Sonntag arbeiten. Also es ist irgendwie völliger Unsinn. Und wenn jetzt viele sagen, okay, wir brauchen einen Tag, wo alle mal zusammen abhängen können, die Familien zusammen, das ist dann der Sonntag. Nur was macht die Familie am Sonntag, ohne dass Leute arbeiten am Sonntag? Nämlich die ganze Freizeitindustrie arbeitet ja, wie gesagt, und die Freizeitindustrie wächst stärker als der Einzelhandel. Was machen die Leute? Die hängen dann zu Hause vorm Fernseher ab, obwohl da müssen ja auch Leute für arbeiten, fürs Fernsehen. Gut, kann man natürlich reduzieren. Man schreibt dem Fernsehen vor, sie dürfen sonntags nur Konserven abnudeln. Dann braucht man nur ein paar ITler dahin zu setzen, die aufpassen, dass das Ding auch läuft. Aber bringt ja alles nichts mit diesem Sonntag zusammen verbringen, eben ohne Freizeitindustrie. Und wenn man jetzt alles das zusammennimmt, Freizeit, Tourismus, Fernsehen, Dann natürlich die ganzen Notfalldienste, Polizei, Feuerwehr, Krankenhäuser, die ganzen Pflegedienste und alles. Da ist natürlich die Beschäftigten im Einzelhandel, ist dann vergleichsweise wenig dagegen. Und deswegen kann man hier durchaus auch über Liberalisierung nachdenken. Dannebott. Kann mir mal jemand sagen, warum Kirchen am Sonntag aufhaben müssen und dürfen? Also, da drin ist es düster und kalt, klamm und sparkig. Es riecht nach 4711 und Mottenpulver. Das ist hardcore, selbst für geübte Geisterbahnfahrer. Und der einzige Sinn, den solche Gebäude haben, ist einfach nur außen als Brutplatz für Mauersegler und Turmfalken. Und das ist alles, was ich zu dem Thema dazu sagen habe. Ich sehe keinen Grund, warum man aus irgendwelchen esoterischen Gründen bestimmten Tagen Geschäfte öffnen darf und dann anderen nicht. Für den Hinweis, Nixus, Weihrauch enthält THC. Das sollte man vielleicht mal die CDU wissen lassen. Ja, ich glaube, das wissen die. Das ist ja der Grund, warum sie in die Kirche gehen, genau. Wie soll ich nach so einem Beitrag was sagen?
Ja, ich glaube, dass es sinnvoll ist, Toso, da hast du recht, wenn man sich darauf einigt, dass gewisse Tage man so frei hat, dass man mit der Familie was verbringen kann. Ich glaube gleichzeitig, dass das so individuell ist. Wir haben über unsere, wie hießen sie, Moni, nicht Ausgleichstage, sondern in der Schule diese Brückentage. Nein, die Joker-Tage geredet, genau. Es gab mal die Idee, die diskutiert wurde, was machen wir denn mit Abschaffung der kirchlichen Feiertage, wo es ja auch darum geht, dass man sich darauf geeinigt hat, dass man an einem gewissen Tag, dass da alle frei haben und dass man eben auch gemeinsam mit der Familie was verbringen kann. Und wir haben diskutiert über die Einführung von beweglichen Feiertagen, dass jeder sagen kann, in meiner Religion oder in meinem Glauben oder auch Nicht-Glauben habe ich die 8 Tage im Jahr, die will ich jetzt frei haben. Weil das sind die 8 Tage, wo ich mit meiner Familie was plane und was unternehme. Was im Moment passiert ist, dass tatsächlich für den Einzelhandel sehr viele Sonderregeln geschaffen werden und dass für den Einzelhandel halt auch gewisse Regeln mal gelten, mal nicht gelten. Das vor kurzem wurde es geändert. Jetzt haben wir dieses Problem mit der jährlichen Voranmeldung. Ich weiß noch, wie es war vor ein paar Jahren, wo es hieß, diejenigen, die samstags aufhaben und die samstags länger aufhaben, da kommt sowieso keiner, da geht keiner mehr einkaufen. Wir müssen auch den Leuten samstags abends freigeben, damit sie überhaupt in den Einzelhandel gehen können und ähnliche Geschichten. Also wir sollten da tatsächlich, glaube ich, streiten, zumindest für eine Regelung, die auf der einen Seite die Rechte der Arbeitnehmer schützt, sodass sie auch wirklich die Zeit haben, sich mit ihren Familien zusammenzutun. Und auch wenn du über Arbeitsphysiologie redest, 6 Tage arbeiten, 1 Tag frei und so. Ich glaube nicht, dass das was ist, was, wie soll ich das sagen? Ich glaube, dass das eher gottgegeben ist als tatsächlich arbeitsphysiologisch. Man kann mal in die Bibel gucken, wie das so ist mit den 7 Tagen. Ein letztes, ich möchte noch 2 Hinweise geben. Der erste Hinweis ist, wir müssen uns bei dieser Diskussion natürlich immer darüber im Klaren sein, das Ganze ist verfassungsrechtlich geschützt, Sonn- und Feiertagsruhe. Nur damit wir noch mal kurz, da reden wir nicht über ein einfaches Gesetz, Ladenöffnungszeitengesetz abschaffen und dann haben alle sonntags, müssen alle sonntags arbeiten. Das ist natürlich nicht der Fall. Und das zweite ist ganz konkret zu dem Antrag. Es geht in diesem Antrag, wenn wir gleich das Meinungsbild machen, nur darum, Punkt 1, mehr Handlungsspielraum für die Kommunen, Punkt 2, die Anlässe, das, was der Linus gerade auch gesagt hat, dass bei den Anlässen die Kommunen ein bisschen mehr Spielraum haben. Und Punkt 3 ist, dass diese vorgesehenen 11 Tage pro Stadt und Gemeinde, dass die entsprechend angepasst werden. Das nur dazu, das ist ganz konkret dieser Antrag. Da geht es nicht darum, den verkaufsoffenen Sonntag abzuschaffen, auszuweiten, den verkaufsoffenen Sonntag so aufzumachen, dass jetzt jeder sonntags arbeiten muss. Diese Grundsatzdebatte, die wir hier führen, hat also mit dem konkreten Antrag relativ wenig am Hut. Simone, dann Moni. Ah, dann Moni. Ja, nur 2 Sachen. Netter Versuch. Also ich habe an keiner Stelle die Leute, die in der Pflege arbeiten, mit den Leuten verglichen, die irgendwo im Einzelhandel arbeiten, nur um das nochmal klarzustellen. Und Toso, du weißt das ganz genau. Das ist ein Totschlagargument zu sagen, ne? Es dürfen nur die über die Hundesteuer reden, die einen Hund haben. Ne? Wenn du sagst, ich könne da nicht mitreden, weil ich als Beamter ja niemals am Wochenende hatte arbeiten müssen. Und da muss ich dir an der Stelle auch mal sagen, was ich wirklich wichtig finde, ist beim Arbeiten, dass ich irgendwann weiß, wann Schluss ist. Und ich kann dir sagen, dass ein Beruf wie ein Lehrer zum Beispiel, dass die Leute fast jeden Sonntag arbeiten, weil du immer noch Dinge zu tun hast. Ich wollte immer mal gerne einen Beruf haben, wo ich um 7 Uhr gehe und vor dem anderen Tag oder vor 2 Tage später nicht wieder darüber nachdenken muss. Aber ich sag mal, die Argumentation, diese Totschlagsargumentation, ich denke, das weißt du ganz genau, dass das nicht zielführend ist. Linus Joachim, ein Meinungsbild zu diesem Antrag oder zu dem generellen Thema? Gut. Gut, Linus möchte gerne auf den Tisch schauen. Ich versuche gerade ein Meinungsbild zu formulieren. Ganz konkret zu diesem Antrag. Wer dafür ist, so muss ich ja fragen, wer dafür ist, diesem Antrag grundsätzlich zuzustimmen, Bürokratieabbau, den Anlassbezug und diese 11 Tage?
der möge sich jetzt, wer würde diesem Antrag zustimmen? Es ist ja ein Meinungsbild gefragt. Der möge sich jetzt melden. Hat jemand noch nicht gesagt, dass das eine Überweisung ist? Dann darf er das jetzt noch tun. Genau. Gut. Das ist euer Meinungsbild. Also wir stimmen der FDP da grundsätzlich zu, halten uns aber ein bisschen zurück im Sinne von, wir wollen Sonntag liberalisieren, sondern sehen auch, dass da Arbeitnehmerrechte etc. betroffen sind. Alles klar, das hilft meiner Arbeit und danke für die Debatte. Und wir haben politisch debattiert. Sehr schön. Gut. Top 4 ist Bildung hoch 4, Leitlinien einer Strategie für die schulische Bildung in der digitalisierten Welt. Unser Antrag. Achso, Entschuldigung, da steht immer noch Joachim mit Fragezeichen, aber du redest da. Sehr gut. Bildung hoch 4, Leitlinien habe ich vorgelesen. Referent. Rednerüberweisung haben wir. 5. Gesetz zur Stärkung der kommunalen Selbstverwaltung. Ein rot-grüner Antrag. Referentredner. Zielrichtung, Abstimmungsempfehlung haben wir. 6. Schulen brauchen, nein, ich will keinen Virus-Scan, geh weg. Schulen brauchen Freiheit und Unterstützung für die inklusive Berufsorientierung. Landesprogramm KOA, kein Abschluss ohne Anschluss, muss flexibler und inklusiver werden. Ein Antrag der CDU, die Monika redet, ist eine Überweisung, wir haben eine Zielrichtung, Referent. Keiner, egal, okay. 7. 4. Gesetz zur Änderung des Polizeigesetzes des Landes Nordrhein-Westfalen. Ich habe eine Ahnung, wer da redet. Gesetzentwurf Rot-Grün. Der Dirk redet. Oh, ich hatte recht. Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung haben wir. 8. Gesetz zur Änderung des Beamtengesetzes für das Land Nordrhein-Westfalen. Gesetzentwurf der CDU. Dirk redet. Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung haben wir. 9. Landesregierung muss einen Masterplan Grundschule vorlegen, ein CDU-Antrag. Und in Verbindung damit einen FDP-Antrag, Grundschulen stärken, Rahmenbedingungen zur Besetzung von Schulleitungspositionen verbessern. Wir haben Referentredner, Abstimmungsempfehlung und Zielrichtung. 10. Es ist 11:55. Ganzheitliches Handlungskonzept zur Prävention von Radikalisierung, insbesondere des gewaltbereiten Salafismus, endlich entwickeln und wissenschaftlich begleiten lassen. Unser Antrag. Frank redet, Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung haben wir und eine Frage von Grumpy. Das ist auch der Antrag, Frank, nur ganz kurz nach dem Motto, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, wo es dann eventuell im Bereich Haushalt geht, ne? Okay. Nein gesagt? Ja. Frank hat ja gesagt, ja, es geht um Haushalt, okay. Es gibt keinen Eilantrag, damit kommen wir zu... Neu 11, Gesetz zur Änderung Wasser- und Wasserverbandsrechtlicher Vorschriften, ein Gesetzentwurf der Landesregierung mit einem schönen Zielrichtungstext. Wir haben einen Redner, wir haben eine Referentin, wir haben eine Abstimmungsempfehlung. Dann kommt die Fragestunde. Herr Witzel hat eine Frage eingereicht zum Thema KFA. Ihr dürft, ja, wenn es nur eine wäre, es sind mehrere, aber ihr seid alle eingeladen, Herr Witzel, bei seiner Fragestunde zuzugucken. Ich finde das cool, dass er immer für Mittag. Richtig. Die Mittagspause findet gegen 6 Uhr abends statt, laut. Dann ist das Abendessen. Sehr gut. 13. Gesetz zur Änderung des Gesetzes zur Förderung kommunaler Aufwendung für die schulische Inklusion. Ein Gesetzentwurf der Landesregierung. Rednerin, Abstimmungsempfehlung, Zielrichtung haben wir. Zielrichtung ist da sehr. Ja, aber so ist es halt. Gesetz zur Förderung der elektronischen Verwaltung in Nordrhein-Westfalen. Gesetzentwurf der Landesregierung mit einem Entschließungsantrag Rot-Grün. Frank redet. Wir haben eine Abstimmungsempfehlung, eine Zielrichtung. 15. Gesetz zur Änderung des Landesministergesetzes und weiterer Gesetze. Ja. Frank, zu 14. Zu 14, genau, ob das so für euch okay ist. Ich habe da recht wenig gehört. Ich meine, es geht immerhin um E-Government-Gesetz NRW. Im eigentlichen Gesetzentwurf, wir hatten eine Anhörung. Es sind ein paar wichtige Teile, die den Sachverständigen aufgefallen sind, zu Ungenauigkeiten im Gesetzentwurf hat tatsächlich Rot-Grün mit einem Änderungsantrag auch reingebracht, sonst hätten wir das gemacht. Aber der ist schon in der Beschlussempfehlung drin. Ah, okay. Und ja, de facto ist es aber halt kein großer Wurf. Das, weil Sie das auch wissen, haben Sie halt diesen Entschließungsantrag gemacht, wo viele Sachen drinstehen, die wir in den Reden
gebracht haben, auch in der Einführung, als das Gesetz hier aufgeschlagen ist im Dezember. Das haben Sie alles im Entschließungsantrag berücksichtigt. Aber der Entschließungsantrag ist ja kein Gesetz. So, insofern ist das alles eigentlich ziemlich kalter Kaffee. Damit wir nicht Nein sagen zur elektronischen Verwaltung, zum E-Government, habe ich mir gedacht, können wir uns bei dem Gesetzentwurf enthalten, lehnen den Entschließungsantrag aber ab, obwohl die Sachen, die da drin stehen, richtig sind, aber weil sie halt im Entschließungsantrag stehen und nicht im Gesetz sind, würde ich das vorschlagen. Das ist komplex, das ist richtig. Deswegen habe ich es ja hier auch nochmal aufgerufen. Um mal überhaupt eine Meinung. Wir haben halt recht wenig Feedback jetzt aus anderen, also hier von anderen Gremien und aus der Fraktion zum Thema E-Government bisher bekommen. Das wäre jetzt die letzte Möglichkeit, sich da mal zu verhalten. Ich habe den Grumpy. Du hast dich gemeldet. Ja. Sollen wir nicht einen geänderten Gesetzesvorschlag einbringen? Ich guck da gleich mal eben rein. Ich guck da jetzt mal rein. Gut. Dann erwartet das PGF-Büro eine geänderte Beschlussempfehlung, sollte sich an der Sachlage noch etwas ändern, nachdem der PGF da drauf geguckt hat. Alles klar. 15. Gesetz zur Änderung des Landesministergesetzes und weitere Gesetze, Referent, Redner, Abstimmungsempfehlung und so weiter haben wir. 16. Gesetz zur... Bei was? Also das hätte ich jetzt... Bei was enthält sich jetzt wer? Bei welchem Top seid ihr gerade? Ich bin jetzt bei 15. Aufregung? Bei 15. Also zu 14 wird es noch eine Änderung geben, sollte sich Änderungsbedarf da entsprechend ergeben... Da möchte noch jemand drauf gucken. Wenn du möchtest, kannst du das natürlich auch tun. Kannst du das mit Mikro, sonst kriegt der Stream nichts mit. Also du verstehst nicht, warum du dich beim Gesetz enthältst, wenn du sagst, eigentlich ist das schlecht und einen Änderungsantrag ablehnst, der eigentlich gut ist, Entschließungsantrag, nicht Änderungsantrag, der eigentlich gut ist, aber der nicht weit genug geht. Ja. Gut, also da wird es eine Änderung geben. Gehe ich mal schwer von aus. Oder wir können auch jetzt da ganz kurz eben drüber abstimmen. Gar kein Problem. Gut. Dann gibt es dazu nachher von Frank eine entsprechende Empfehlung. So, Landesministergesetz, Frank, da wolltest du was zu sagen. Genau. Entschuldigung, bin ich jetzt etwas verwirrt, vielleicht war das auch durch das Scrollen, weil ich habe da gerade Enthaltung gelesen, das war ja dann vielleicht durch das Scrollen. Augenscheinlich. Okay. Alles klar, weil Ablehnung, okay. Frage nur, Gesetzesänderung auf 2 Jahre, ein Antrag? Es gibt zu viele kleine Punkte, die geändert werden müssten an dem Gesetz. Es sind nicht nur diese Karenzzeit von 2 Jahren, es sind auch andere Punkte, Regel, ich habe heute Wortfindungsstörung, Gerd, hilf mir eben, wie heißt das mit dieser Arbeitszeit von 20 Jahren, die Sie da ansetzen, nachdem man die vollen Rentenbezüge hat? Regelarbeitszeit, nee. Egal, es gibt halt viele Punkte, die man anpassen müsste. Bitteschön. Ja, danke. Ein Punkt. In diesem Gesetz ist auch eine Veränderung der Eidesformel vorgesehen, der Eidesformel. Insofern, als jetzt die Ministerinnen und Minister auf das Land NRW schwören sollen. Sorry, aber das geht gar nicht. Entweder schwören die auf die Bürgerinnen und Bürger des Landes oder lassen es ganz bleiben. Aber man hat hier auf den Souverän zu schwören und nicht auf eine Organisationseinheit, sage ich jetzt mal. Auf das Land Nordrhein-Westfalen zu schwören, ist gar nichts. Naja, gar nichts ist natürlich Quatsch, aber sorry, nein, nicht gar nichts, aber so geht es einfach nicht.
Da gibt es einen von aus der grünen Ecke irgendwie so einen Diskriminierungsansatz hinsichtlich der Eidesformel. Den, muss ich ganz ehrlich sagen, sehe ich hier überhaupt nicht. Der Tose sagt was aus der Verfassungskommission. Ich habe dich zuerst gesehen. Ich würde aber deswegen dich vorlassen. Also ja. Danke, dass du auf die Nazi-Zuschriften reagierst. Ich kann das hassen. Ich habe das auch mal nachvollzogen. Insgesamt kommt das, glaube ich, von 3 Leuten. Insgesamt fast 200 E-Mails. Super. Bitte das nächste Mal, wenn man so eine Welle startet, den Server, der dahinter steht, irgendwie maskieren, sonst sieht es scheiße aus. Wir hatten dazu diverse Zuschriften. Wie gesagt, habe ich gerade runtergebrochen. Die eigentliche Idee, die bei der Eidesformel dahinter steht, um das fachlich aufzurollen, wir haben das in der Verfassungskommission lang und breit diskutiert, lag darin zu sagen, dass jegliches staatliche Handeln eben nicht nur den Bürger und die Bürgerinnen dieses Landes betrifft, sondern jeden Menschen, der hier lebt. Manchmal sogar nur die Menschen, die hier durchfahren. Wenn das Land seine Brücken nicht vernünftig wartet und das staatliche Handeln das halt verbockt, dann betrifft das sogar jeden Lkw-Fahrer, der zwischen Holland und der Ukraine unterwegs ist. So. Also war die Idee dahinter, dass selbstverständlich sowohl die Menschen dieses Landtages, wie auch also die Gewählten, wie auch diejenigen der Exekutive ihren Amtseid zum Wohle der Menschen ablegen im Land Nordrhein-Westfalen. Das wollten FDP und CDU nicht. Denen sind die Menschen, die nicht deutsche Staatsbürger sind, an der Stelle anscheinend egal. Und dementsprechend ist das fauler Kompromiss, das Ganze auf das Land Nordrhein-Westfalen abzulegen. Das von einer wie es abgelaufen ist. Ich bin strikt dafür, den Menschen da reinzusetzen, dann ist das safe. Ja. Meinetwegen auch Bevölkerung, wenn man das so will, dann hat man zwar die Durchreise nicht dabei. Okay. Dieses Land ist gut. Sorry, ich muss jetzt mal kurz hier Verhandlungsführung machen. Frank, du bist nicht dran. Lieber Dietmar, was du gerade gesagt hast, stimmt nicht. Das steht nicht in diesem Gesetzentwurf. Wir brauchen da jetzt gar nicht drüber reden. Die Zuschriften, die du bekommen hast, gehen um die Verfassung und gehen nicht um diesen Gesetzentwurf. Es steht nicht in diesem Gesetzentwurf. Ja, die Zuschriften beziehen sich aber auf diesen Gesetzentwurf fälschlicherweise. Das mag sein, es kommt aber in diesem Gesetzentwurf nicht vor, deswegen brauchen wir da jetzt echt nicht drüber diskutieren. Ich habe gerade extra nochmal schnell durchgeguckt. Es wäre mir jetzt ganz neu gewesen. Es soll auch angepasst werden. Ich habe euch jetzt bis hierhin reden lassen, das kommt da einfach nicht vor. Frank, möchtest du zu einem anderen Thema noch was sagen, zum Landesministergesetz oder zu dieser Eidesformel? Ich weiß nicht, ob es die Eidesformel ist. Ich habe auch keine Zuschriften gelesen. Ich habe aber, als ich das Gesetz bzw. die Beschlussempfehlung gesehen habe gestern, okay, die ich gerade nicht vorliegen habe, ist mir aber durchaus im Kopf, dass da etwas geändert wurde, Volk des Volkes oder so, gegenüber Land Nordrhein-Westfalen. Okay, ich habe es leider nicht vorliegen, deswegen wollte ich eigentlich Dietmar unterstützen. Das, was ich gerade gesagt habe, habe ich so in Erinnerung. Aber ja, wie gesagt, mangels Unterlage kann ich es nicht weiter verfolgen. Wenn ihr sagt, das steht da nicht, verlasse ich mich da drauf und gut ist. Ansonsten. Also der Hergang ist ja jetzt egal, ist gleich egal, ob das jetzt da drin steht oder nicht. Aber es wäre, so wie du es gerade gesagt hast, Toso, dann auch eigentlich eine schöne Sache, das zu thematisieren, um das rauszustellen, halt, was das Thema Menschen und Land angeht. Ne? Also egal, wonach ich suche, in der Änderung des Landesministergesetzes steht keine Änderung einer Eidesformel drin. Gesetzentwurf der Landesregierung, Drucksache 16-11-153. Kein Wohl des Landes, Wohl des Volkes, irgendwas. Toso. Die Reihenfolge würde mich auch verwundern. Man könnte das so machen, aber man möchte eigentlich zuerst die Verfassung ändern, dann die Eidesformel der Abgeordneten und danach erst die Eidesformel der Exekutive anpassen. Das in den Zuschriften, die wir bekommen haben, okay, gut. Gut, dann sind das vielleicht nur die Mitglieder der Verfassungskommission, die diese Zuschriften bekommen, das kann sein. Kopie hat dann entsprechend die, vielleicht holst du eine dann, oder... Vielleicht hat das die Zeitung in Kopie bekommen und hat das einfach abgedruckt, ohne nachzugucken. Das kann alles sein. Wir kennen, wie das Geschäft läuft. Gut, gibt es sonst noch Anmerkungen zum Landesministergesetz? Sonst komme ich jetzt zu Top 16. Gesetz zur Änderung des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes NRW und zur Änderung des Landeszustellungsgesetzes.
Da möchte der Grumpy was zu sagen. Beim Verwaltungsvollstreckungsgesetz steht ja hier gerade drin, ME ist eine Rede dazu nicht erforderlich, ist aber momentan noch nicht Bestandteil der Debatte. Demzufolge nach würden hier entweder Dietmar oder Nico gefragt sein. Genau. 16 Gesetz zur Änderung des Verwaltungsvollstreckungsgesetzes. Im Rechtsausschuss haben wir uns enthalten. Nur die FDP hatte Bedenken wegen eines neuen Paragraphen 59 Absatz 4. Wir haben uns in der Tat im Rechtsausschuss enthalten. Das ist, weiß Gott, nicht unsere Baustelle. Und das sollten wir auch dabei lassen. Gut, also mir fehlte hier eine Abstimmungsempfehlung. Mir fehlt, wer hier redet. Abstimmungsempfehlung wäre jetzt Enthaltung. Ich kläre es noch ab mit dem Nico, ob der dazu reden möchte. Wahrscheinlich nicht, dann werde ich dazu reden. Oder keiner. Oder eben gar nicht. Oder ganz kurz. Ich sage nur 1,11, ne Moni? Technisch, genau. Gut. Gesetz zur Änderung des Umweltinformationsgesetzes. Referenteninformation, Redner und Abstimmungsempfehlung steht ein wahrscheinlich. Und der Grumpy möchte etwas sagen. Genau, Danebot. Ich habe vorliegen den Wunsch der parlamentarischen Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer, diesen Punkt tatsächlich, weil es in diesem Fall sich um ein rein technisches Gesetz handelt, ist die Bitte, es zu Protokoll zu geben. Deswegen frage ich halt auch hier ganz öffentlich in der Runde. Ich habe da mal kurz reingeguckt und es ist ja tatsächlich, also es ist wirklich nur technisch und von daher ist meine Einschätzung. Aber nichtsdestotrotz ja, brauche ich da machen. Also keinen Hinweis. Ich habe keine Rückmeldung bisher bekommen von Leuten, die ich gefragt habe, die sich damit auskennen, so ein bisschen besser, ob da irgendwas Kritisches drin steht. Mein Eindruck selber ist, dass das nur redaktionelle Änderungen sind, beziehungsweise Übernahme von Dingen, die ohnehin vorgeschrieben sind durch Bundes- und EU-Recht. Und dass das Ding ziemlich unkritisch ist, soweit ich das überblicken kann. Und deshalb kann man das so machen. Gut. Ja. Nein, hierbei geht es halt nicht darum, während irgendeines EM-Spiels irgendwas Komisches durchzudrücken. Wollte ich nur mal gesagt haben. So, oder nebenbei durchzuwinken. Am Mittwoch interessiert ja eh keinen. Das kommt jetzt gleich her. Ja, genau, das ist dann am Donnerstag der Fall. Namentliche Abstimmung zum letzten Top, ne? Donnerstag, haben wir gesagt. Hallo, SPD-Referent. Gut. Dann Top. Achso, Abstimmungsempfehlung wahrscheinlich ja? Oder ja? Ja. Gut, dann weiter. 18. Das 13. Gesetz zur Änderung des Abgeordnetengesetzes. Ja. Hammer. Hammer. Keine Fragen, keine Anmerkungen. 19. Entwurf einer dritten Verordnung zur Änderung. Nee, das war doch das mit den Hinterbliebenen. Das es geht nicht um die Erhöhung. Stream. Es geht nicht um die Erhöhung von Diäten, sondern nur um das Vermeiden von Regelungslücken, das ist alles. Versorgungswerk Brandenburg. Ja, genau. Also es gibt jetzt... Was durch den Tod eines Abgeordneten aufgefallen genau. ist. Und das ist und eine sehr durchaus menschliche Regelung. Gut. 19. Entwurf einer dritten Verordnung zur Änderung der Verordnung zur Ausführung des Alten- und Pflegegesetzes. Wow. Ohne Debatte. Ohne Debatte. Ist das eine Überweisung? Was passiert damit? Entwurf, Beschlussempfehlung, Buch? Nee, da gibt es schon einen Bericht des Ausschusses für Arbeit, Gesundheit, Soziales. Muss ich mal nachfragen. Ja, da brauchen wir eine Abstimmungsempfehlung. Nee, stimmt, kommt zurück. Ja, da ist er doch. Gut. Enthaltung. Ohne Debatte muss also keiner reden. Haushaltsrechnung, Top 20. Haushaltsrechnung des Landes Nordrhein-Westfalen für das Rechnungsjahr 2013 in Verbindung mit Jahresbericht 2015 des Landesrechnungshofs über das Ergebnis der Prüfung im Geschäftsjahr 2014.
unsere Zielrichtung zur Kenntnis nehmen. Naja gut, das, ihr kennt das. Über- und außerplanmäßige Ausgaben im ersten Quartal des Haushaltsjahres 16 ist Top 21. Da enthalten wir uns. Gut, dann kommt noch eine Kenntnisnahme. Organstreitverfahren der Piratenfraktion im Landtag Nordrhein-Westfalen gegen erstens den Landtag Nordrhein-Westfalen und zweitens die Präsidentin des Landtags Nordrhein-Westfalen wegen unterbliebener Wahl eines Mitglieds der Antragstellerin zum vierten Vizepräsidenten des Landtags. Das ist sozusagen die Posteingangsbestätigung für unsere Klage. Ich finde das gut. Okay, den wir auch zur Kenntnis nehmen. 23, Wahl der Mitglieder des WDR-Rundfunkrats gemäß § 15 Absatz 4 WDR-Gesetz. Bitte? L und Lukas sind dran. Da gibt es einen Wahlvorschlag und wir sind dafür, ist das, was meine Info ist, und das steht auch hier. 24, Benennung eines stellvertretenden Mitglieds für den Europäischen Kongress der Gemeinden und Regionen Europas, KGRE. Top 23, Toso. Wir haben das ja so ein bisschen aufgegeben mit dem vorher hier vorstellen, finde ich auch nicht unbedingt schlimm. Es geht um die Gruppen, da kommt dann noch unsere Zielrichtung und vor allen Dingen, um was es genau geht. Lukas ist nicht da, ich versuche das ganz kurz. Die gesellschaftlich relevanten Gruppen werden festgelegt für den WDR-Rundfunkrat regelmäßig und das ist diese Festlegung. Welche Gruppen sind gesellschaftlich relevant, welche sind nicht relevant und die Gruppen entsenden selber. Da werden also keine Personen gewählt, deswegen gibt es auch keine Vorstellung. Gut, 24, KGAE, da gibt es eine Benennung eines stellvertretenden Mitglieds. Ich weiß gerade gar nicht, wer das wird. Weiß das jemand? Den Namen? Ich habe noch keinen Namen vorliegen, gut. Ergänzen wir noch. Bisher war es Josef Neumann von der SPD. Dann haben wir 25 in den Ausschüssen erledigte Anträge und 26 Beschlüsse zu Petitionen. Ende 22.30 Uhr. Zu 25. Bitte schön. Zu 25 möchte ich immer sicherheitshalber nur noch mal darauf hinweisen. Einfach noch mal gucken, ob auch wirklich das alles so stimmt, dass das nicht aus Versehen etwas von uns ist, was mal durchgeflutscht sein könnte. Nur noch mal als sachdienlicher Hinweis. Das ist einfach nur die Erfahrung. Das ist der SPA, das ist der Sportausschuss, ne? Mhm. Kenne ich gar nicht. Ich glaube, die gehen immer nur Fußball spielen. So. Ich finde es gut, wenn einer da ist, der sich wehren kann. Da kann man so Scherze machen. Donnerstag, 7. Juli. Erstens, aktuelle Stunde. Brexit, Brexit, Brexit. Wie schätzt die Landesregierung die Auswirkungen des Brexit auf die Wirtschaftsbeziehungen zwischen Nordrhein-Westfalen und dem Vereinigten Königreich ein und welche politischen Maßnahmen gedenkt sie zu ergreifen von der CDU in Verbindung mit möglicher Auswirkung des Austritts des Vereinigten Königreichs aus der Europäischen Union auf Nordrhein-Westfalen von SPD-Grüne? Frank, zu Top 1. Du meldest dich, guck dich nicht so um. Ja, ich wollte nur anregen, da ja jetzt heute gleich oder gerade die Kommission endgültig entscheidet, ob sie CETA, also wie sie CETA behandelt, ob sie selber entscheidet und so weiter, dass wir diesen Punkt als ein Beispiel, wie die EU umgehen sollte mit Themen oder nicht umgehen sollte in der jetzigen Situation, hier vielleicht in die Debatte einbringen. Und zweiter Punkt, der mir gerade aufgefallen ist, die Europa-Brexit aktuelle Stunde ist wohl auf Freitag gelegt worden. Ne? Laut aktueller Tagesordnung ist nämlich Donnerstag Verfassungsschutzbericht. Ja, ich möchte dazu reden. Ich habe schon letzten Freitag im Europaausschuss speziell bei der SPD für Verärgerung gesorgt, weil ich den Brexit auch in Beziehung sehe zum Verfall der politischen Kultur. Und dann würde sich natürlich auch die Frage stellen, was können wir in Nordrhein-Westfalen tun? Also die politische Kultur dahingehend verändern, dass sie nachvollziehbarer, schrägstrich transparenter wird, was für Entscheidungen gefällt werden. Sonst richtet sich nämlich die Abneigung der Hass der Bürgerinnen und Bürger immer gegen die Institution, die scheinbar am mächtigsten und am weitesten weg ist. Und was der Frank gerade sagte mit CETA, ist natürlich ein Riesenbeispiel dafür, dass die Europäische Union einfach schief steht.
Und auch die Kritik an der Austeritätspolitik kann man mit reinbringen. Es fehlt die soziale Säule von Tallinn bis, oder ich sag mal, von Kiruna bis Lissabon. Müssen die Menschen in Europa einfach spüren, dass Europa auch was für sie tut. Und solange das nicht gewährleistet ist, wird das immer kippeln. Und wir haben jetzt vor allen Dingen, das Interessante ja, mit Leuten zu tun, die politische Fensterscheiben einwerfen und sich danach vom Acker machen. Auch das ist nochmal ein Thema, was man da in dem Zusammenhang thematisiert. Also ich würde sehr gerne dazu reden. Also bin ich absolut dafür, möchte ich noch mit auf den Weg geben. Also was mich daran so irritiert, sind die Reaktionen seitens der europäischen Institutionen, auch der nicht demokratisch legitimierten, also die Nummer von Juncker, Thema CETA, das sozusagen auf die reine Kommissions- und Parlamentsebene in Europa zu ziehen, was extrem antidemokratisch wirkt, finde ich, und weiterhin den antieuropäischen Strömungen massiv zuspielt. Und zum Zweiten jetzt auch noch genau dann, so, es tut mir sehr leid, Herr Präsident, Martin Schulz, der dann auch noch mal hingeht und sagt, so, eigentlich brauchen wir hier dann irgendwie sowieso mehr Macht im Europäischen Parlament. Und ich meine, solange man die Kommission aber nicht demokratisch legitimiert und oder entmachtet im Rahmen der Gesetzgebungsverfahren, hat das alles überhaupt keinen Sinn. Also es ist der denkbar beschissenste, Verzeihung, Zeitpunkt, genau so eine Diskussion aus Brüssel und Straßburg heraus so rum anzuschieben. Also das ist ganz schwierig. Daher go. Gut, ich habe keine weiteren Wortmeldungen, Verfall der politischen Kultur und so weiter. Joachim redet, es ist allerdings erst Freitag, ne? Hast du jetzt mitbekommen. Sehr gut. 2. Gesetz zur überbrückenden Verbesserung der finanziellen Ausstattung der Kindertagesbetreuung. Gesetz zur Änderung des KiBiZ. Gesetzentwurf der Landesregierung in Verbindung mit Kita-Kollaps verhindern. Landesregierung muss endlich handeln. Ein schwarz-gelber Antrag. Wir haben Rednerabstimmungsempfehlung Zielrichtung. Daniele. Ups. Super. Naja, da steht Enthaltung / Zustimmung. Und darunter steht eine Zielrichtung. Da kann man sich zumindest schon mal eine Meinung bilden. Aber Olaf möchte was sagen, meldet sich. Wir haben uns in der letzten Überlegung dann im Ausschuss enthalten. Das hat aber auch lange gedauert. Es war ein langer Prozess. Das hätte man jetzt in der Stelle hier jetzt eigentlich korrigieren müssen. Denn vom Daniel und von mir kommt jetzt ganz klar die Empfehlung, sich zu enthalten. Begründung einfach, ja, ist okay. Oder sagen wir so, nicht dagegen stimmen, ganz einfach. Man kann jetzt nichts dagegen haben, dass die Kitas Geld bekommen. Nur es ist viel zu wenig, als dass wir irgendwie wirklich noch guten Gewissens da sagen könnten. Und es kommt auch sowieso von der Landesregierung viel zu wenig in dem Bereich, als dass wir noch guten Gewissens sagen könnten, da können wir zustimmen. Allerdings kann man eben auch nicht dagegen stimmen. Weil es ist egal, ob das Geld jetzt ausreicht oder nicht. Es ist mehr Geld und Sie wollen es erstmal auch haben. Also das ist ja auch, ich meine, ich habe es im Ausschuss ganz klar gesagt, jemand, der verhungert, dem ist es egal, wie viel man ihm gibt, der sagt erstmal zu allem Danke. Und ungefähr so in dem Bereich ist es. Aber ich empfinde es teilweise, der Betrag, der da fließen soll, finde ich teilweise schon als Hohn. Und deswegen eben keine Zustimmung, sondern Enthaltung. Gut, ich sehe keine weiteren Wortmeldungen zu dem Punkt. Dann machen wir weiter. Es steht auch schon korrekt und wir können jetzt überspringen. 3. Erbschaftssteuerreform. Landesregierung darf Kompromiss nicht blockieren. Das wird Karlsruhe schon machen, war der Kommentar. 1 CDU-Antrag. Referent, Redner, Zielrichtung, Abstimmungsempfehlung, alles da. Dann kommt wieder was Durchgestrichenes, dann springe ich jetzt zu. Kurz die Erklärung. Ja, bitte. Also, weil. Der große Integrationsplan, genau. Es ist tatsächlich im Einvernehmen von allen Fachreferaten plus Fachabgeordneten plus BGFs, dass wir wirklich zusehen wollen. Es gab vor ewigen Zeiten mal einen Landesintegrationsplan, irgendwie was mit den 90ern, glaube ich, oder 2000ern. 2002, glaube ich. 1 oder 2, ne? Und lieber das Ringen um Worte sinnvoll verlängern, um dann im September dies auch im Zusammenhang mit dem Haushalt nach der Sommerpause sinnvoll
weiter voranzubringen. Deswegen haben wir uns allgemein dazu entschlossen, dass wir das Ganze noch mal schieben. Die Sache mit dem Halbfinale, also ich wäre bereit gewesen und auch einige andere gestern Abend um 20 Uhr, dass wir uns sogar deswegen zusammensetzen. Stimmt, Sonntag. Stimmt, gestern. Ja, stimmt, Sonntag. Ja. Danke. Sonntagsabends. Mario, da findest du sonntags Leute hier im Landtag, habe ich. Egal. Gesetz über die Feststellung eines zweiten Nachtrags zum Haushaltsplan des Landes Nordrhein-Westfalen für das Haushaltsjahr 2016. Ja, jetzt für das Haushaltsjahr 2016. Das zweite Nachtragshaushaltsgesetz 2016. Der Grumpy möchte dazu etwas sagen. Genau. Erweiternd zum Integrationsplan ist die Absprache getroffen worden, dass wir auch den Nachtragshaushaltsplan auf nach der Sommerpause schieben. Da fehlt jetzt aber, glaube ich, oder ich weiß es nicht, eventuell kann Dietmar es korrigieren, bereits die Rückmeldung der Obleute aus dem HFA. Ich bin mir da aber gerade nicht 100% sicher. Ich glaube, es ist rein der formelle Aspekt, warum es jetzt gerade nicht auch hier bei uns im Planungspad schon durchgestrichen ist. Angedacht ist auch hier eine Verschiebung, inklusive der von uns beantragten Anhörung im Übrigen. Auch die soll regulär dann stattfinden, vor oder in Verbindung mit der normalen HFA-Sitzung im September, damit es einem geregelten Verfahren ins Plenum gehen kann, war der Plan. Ja, gerne. Planlos, ziellos, kraftlos, das ist der Dreiklang dieser Landesregierung. Also so wichtig das mit dem Nachtragshaushalt bisher war, ihn nämlich vor allen Dingen noch vor der Sommerpause durchzupeitschen, dies insbesondere wegen der darin angesetzten Lehrerstellen und aber auch wegen der Durchleitung, der notwendigen Durchleitung von Bundesmitteln an die Kommunen zur, zur Bewältigung der Aufgaben im Zusammenhang mit der Flüchtlingsversorgung, scheint das jetzt alles nicht mehr so wichtig zu sein. Könnte man meinen. Ich denke aber, dass der Grund, warum jetzt hier von Seiten Rot-Grün zurückgerudert wird, ein anderer ist. Wir hatten am vergangenen Donnerstag eine anderthalbstündige Geschäftsordnungsschlachtdebatte im Ausschuss aufgrund der Tatsache, dass wie ich für die Piratenfraktion eine Anhörung zu diesem Nachtragshaushalt beantragt hatte. Diese sollte heute stattfinden, und zwar um 13.30 Uhr, also unter Verkürzung der Frist, die in der Geschäftsordnung des Landtags mit 4 Wochen angegeben ist, auf 3 Tage, unter gleichzeitiger Benennung von Sachverständigen von Donnerstagnachmittag auf Freitagmorgen um 8 Uhr, was wir auch gemacht haben. Ob das alle hingekriegt haben, weiß ich nicht. Mir ist nur bekannt, dass also keiner der Sachverständigen und benannten Institute und Verbände in der Lage gewesen wäre oder in der Lage ist, eine Anhörung zu heute vorzubereiten, geschweige denn das auch schriftlich auch noch zu tun im Vorfeld, wie es normalerweise im Rahmen eines ordnungsgemäßen Verfahrens üblich ist. Ob jetzt, ich habe also auch das Verfahren gerügt am Freitag in einer Mail an den Ausschussvorsitzenden, und zwar mit dem Inhalt, dass ich dieses Verfahren, so wie es jetzt beschlossen worden ist vom Haushalts- und Finanzausschuss, für verfassungswidrig halte. Ob jetzt die Landesregierung deshalb zurückgerudert ist und möglicherweise verschiedene andere Gründe anführt oder Rot-Grün verschiedene andere Gründe anführt für die Verschiebung des zweiten Nachtragshaushalts, vermag ich nicht zu beurteilen. Das mag jeder für sich gerne bewerten. Fakt ist jedenfalls, mir liegt die Einladung zur heutigen Haushalt- und Finanzausschusssitzung vor für 13.30 Uhr in der Form, als dort lediglich Verfahrensabsprachen stattfinden sollen, offenbar dann für die Zeit nach der Sommerpause. Und dann wird man schauen, ob und gegebenenfalls welche weiteren Mittel da möglicherweise noch eingestellt werden und ob nicht sich daraus auch die Notwendigkeit ergibt, tatsächlich sogar eine erste Lesung durchzuführen, sofern denn Gesetzesänderungen in gravierendem Umfang
erfolgen, was unter Umständen auch in Bezug auf den Integrationsplan, der ja noch in der Arbeit ist, sein kann. Wo wir ja, oder zumindest ich, schon in der Einbringungsrede zum zweiten Nachtragshaushalt geäußert hatte, dass das mit Mitteln, mit Geld zu unterlegen ist und dafür es sicherlich einen dritten Nachtragshaushalt braucht. Möglicherweise will man das jetzt auf diesen zweiten Nachtragshaushalt draufsatteln, um da einiges zu umgehen. Das wäre durchaus im Sinne der Integration wünschenswert. Und da müssen wir mal gucken, was jetzt im weiteren Verfahren passiert. Weitere Möglichkeiten für mich kurz abschließend, wenn keine weiteren Punkte hierzu drauf stehen, ist noch zu erwähnen, dass vielleicht auch andere Möglichkeiten da im positiven Sinne sein könnten, wie zum Beispiel Starkregenopfer wäre ein so ein Aspekt, den man auch nachträglich, und wie gesagt, wir selber sind dann halt auch im geregelten Verfahren wieder in der Lage, sinnvoll eigene Änderungsanträge hier nochmal aufzusatteln und mit reinzuschieben. Also, okay. Dann würde ich sagen, können wir weitermachen. Den Realitätsschock Breitbandausbau, da haben wir den Referenten, da haben wir Lukas oder Joachim. Vielleicht habt ihr da schon kurz miteinander gesprochen, ob du oder Lukas. Lukas hat ja bisher, glaube ich, noch keinen Slot. Ich sag mal so, wenn es ein Herzensanliegen vom Lukas ist, dazu zu reden, ich weiß, dass er das gut macht, dann würde ich ihm den Slot abtreten, ansonsten rede ich dazu. Okay, sagt ihr dann kurz Bescheid, okay, und dann, dann gebe ich jetzt wieder ab an Steffen. Der Antrag heißt übrigens Realitätsschock, Breitbandausbau, digitale Spaltung verhindern, an Breitbandausbauziel mindestens festhalten, ja, in Verbindung mit, wir haben gesagt, wir machen das für den Stream. Okay, hast du ja recht. In Verbindung mit Nordrhein-Westfalen muss Impulsgeber und Avantgarde für die Gigabit-Gesellschaft werden. Oh. Mit Glasfaseroffensive digitale Netze der Zukunft schaffen. Die FDP. Avantgarde. Nee, WLAN peitschen. So, Neutop 5. Die Blockadehaltung des Bundesfinanzministers muss ein Ende haben. NRW muss jetzt zum Vorreiter im Kampf gegen aggressive Steuervermeidungsstrategien, insbesondere von multinationalen Konzernen werden. Das ist unser Antrag mit allem, was man dazu braucht. Genau. Neu 6. Mehr Kindfamilien nicht im Stich lassen. Landesregierung muss familiengerechtes Bauen und Wohnen fördern, um Wohnungsnot zu bekämpfen. Ein CDU-Antrag. Wir haben alles, was man dazu braucht. Und ich sehe keine Wortmeldung. Neu 7. Einrichtungen der Wohlfahrtspflege stärken. Anwendungserlass zur Abgabenordnung muss klargestellt werden. Ein CDU-Antrag. Da habe ich einen Redner und dann kommt eine Abstimmungsempfehlung, die ganz lang und ganz durchgestrichen ist. Herr Olaf, was zu sagen? Ja, und dann kam, am Montag beraten wir uns, am Dienstag wird eine Empfehlung abgegeben. Olaf, bitteschön. Das heißt, wir uns. Ich habe gestern ein bisschen Crashkurs gemacht über Finanzierung von gemeinnützigen Vereinen und gemeinnützigen Sachen in der Wohlfahrtspflege und welche Schwierigkeiten und Möglichkeiten man da hat. Ich weiß nicht, wer den Text da gelesen hat. Im Prinzip bin ich die Meinung, die dort steht. Nur ist das Ganze jetzt hier nicht ganz so einfach, weil die ganzen Kategorien, nach denen die einzelnen Sachen unterschieden werden, derzeit gesetzlich, hat überhaupt nichts mit dem direkten Inhalt der Sache zu tun, sondern nur, wie viel Prozent davon was ist, ob sie in irgendeinem Katalog auftauchen. Da gibt es verschiedene, die stehen auch in dem Gesetz drin, da gibt es verschiedene Paragraphen in der Abgabenverordnung von 65 bis 68, die verschiedene Sachen definieren, was dann immer noch gemeinnützig ist. Und diese Sachen dürfen untereinander kein Geld austauschen. Stimmt, würde ich sagen. Blödes Beispiel oder ein Beispiel, ich habe ein Altenpflegeheim und biete dazu eine Cafeteria an. Die Cafeteria sehe ich ein bisschen als Akquise. Das ist in normalen Wirtschaftsunternehmen jetzt gang und gäbe so. Darf ich aber eben kein Geld in die Cafeteria aus dem anderen Betrieb stecken, was sonst funktioniert. Also was in der Wirtschaft funktioniert und ist an der Stelle ziemlich blöd, weil ich gerade noch mit der freien Wirtschaft als freie Wohlfahrtspflege in Konkurrenz stehe, auch finanziell. Andere Situationen kann ich mir wieder vorstellen, dass es total blöd ist, weil ich will nicht, dass Sportveranstaltungen von der Behindertenhilfe mitfinanziert werden.
Jetzt kann man sich überlegen, entweder wir lassen die freie Wohlfahrtspflege in dem Korsett, in dem sie drinsteckt. Da kann sie sich aber so gut wie gar nicht bewegen. Und man wird zur Kenntnis nehmen müssen, dass viele Sachen wirklich nicht funktionieren, die die machen, gerne machen würden. Oder wir sagen, okay, wir öffnen das Korsett, oder das ist jetzt der Vorschlag von der CDU, wir öffnen jetzt das Korsett erstmal und und geben ihnen Möglichkeiten. Allerdings ist dann auch wieder ein unheimliches Vertrauen in die freie Wohlfahrtspflege vonnöten, dass sie es auch einigermaßen anständig machen. Der Antrag von der CDU geht dahin, ja, die werden das schon richtig machen und sind sowieso die Besten auf dem Gebiet. Ich sehe das ein bisschen kritisch. Ich kann mich aber auch nicht so richtig entscheiden, denn ich verstehe auch, dass es unter den derzeitigen Umständen eigentlich fast viele Sachen einfach wirklich nicht möglich sind und nicht gehen, weil sie finanziell in keinster Weise abzudecken sind. Ich bin immer noch hin und her gerissen. Ich tendiere am ehesten dazu, dem Antrag zuzustimmen. Das ganz Gemeine ist allerdings ist eben auch, dass das zur direkten Abstimmung steht. Dann fehlt noch der Paragraph 68 in der Auflistung, also wer das gelesen hat, also warum wird der jetzt wieder rausgenommen? Also das kann ich mir auch nicht erklären, steht auch nirgendwo irgendwo erklärt, warum gerade diese Art von Betrieben nicht mit in den finanziellen Austausch gehen sollen. Ich weiß es nicht. Unter Umständen kann man sich auch an der Stelle enthalten, weil man es wirklich, aber es wäre fast ein Offenbarungseid, wenn ich dann sage, ich begreife Ihre ganzen Klamotten hier nicht. Allerdings, ich finde es auch nicht unbedingt an jeder Stelle logisch stringent, was hier steht. Und das waren auch Leute von der freien Wohlfahrtspflege, die da auch zum Teil ihre Schwierigkeiten mit hatten und von denen jetzt also die Fürworter, die natürlich sagen, auf jeden Fall das Gesetz unterschreiben, sagen aber selbst das ist für sie auch nur eine Art Pflaster, eine Notlösung. Allerdings jetzt bis morgen neue Ideen, wie man die freie Wohlfahrtspflege organisieren sollte oder da finanzieren und auch organisieren sollte in Deutschland oder hier in Nordrhein-Westfalen, halte ich auch für ein bisschen gewagt. Also von daher bin ich da sehr, sehr zwiegespalten noch und würde da gerne hier mal Meinungen zuhören. Nur die 3 Minuten gut aufgebraucht. Ja, gibt es Meinung dazu? Tose hatte sich schon gemeldet. Nein, ich stehe nicht. Das ist alt. Gut. Im Endeffekt ist es so, dass die Träger der freien Wohlfahrtspflege selbstverständlich Dinge quersubventionieren. Sie haben Bereiche, wo sie in Anführungsstrichen Gewinn machen und Bereiche, wo sie halt keinen Gewinn machen. Und subventionieren das dann tatsächlich quer. Man hat mal versucht, im Klinikumfeld bei den Trägern das Ganze sehr stark zu regulieren. Das ist vor etlichen Jahren passiert. Das Ganze ist dann so rausgekommen, dass es diverse Umgehungsversuche des Ganzen gibt. Beispiel, dass in Kliniken jetzt eventuell Mitarbeiter, die jetzt nicht direkt dem medizinischen Dienst zugeordnet sind, gar nicht mehr bei der Klinik selber angestellt sind, sondern bei Personalservicegesellschaften. Dass die Wäschekammer outgesourced ist, dass die Kantine outgesourced ist, was zur Folge hat, dass die Gewinne halt nicht in der Klinik anfallen, sondern in den Untergliederungen, die man halt drumherum gebaut hat. Möchte man das genauso in der freien Wohlfahrtspflege haben, muss man das halt genauso machen. Ist aber genauso Unsinn. Weil das Einzige, was man dann hat, sind Ausgründungen und dem Personal geht es nicht besser und denjenigen, die es betrifft, in der Pflege geht es auch nicht besser. Das macht so keinen Sinn. Allerdings muss man der CDU hier vorwerfen, zu einer direkten Abstimmung zu kommen. Möchte man das Ganze sinnvoll angeben, gibt es hier eine Überweisung bitte in den Ausschuss für Arbeit, Gesundheit und Soziales. Und wir sollten nochmal auf unsere CDU-Kollegen zugehen und Kolleginnen und doch darum bitten, dass wir da eine Überweisung draus machen. Das wäre für alle Beteiligten erheblich sinnvoller. Olaf, du hast recht. Was du sagst, vor allem mit dem, nur das Ausgliedern muss heute auch schon geschehen, weil je nachdem, was ich mache, darf ich es gar nicht in den anderen Betrieb übernehmen. Habe ich zum Beispiel eine Cafeteria in einer Begegnungsstätte, muss ich da einen zweiten Betrieb draus machen. Ich darf ihn zurzeit als freie Wohlfahrtspflege gar nicht mit in dem anderen Betrieb integrieren. Das heißt, ich muss 2 führen und jetzt darf ich aber nicht von dem einen in den anderen Geld verschieben.
Es ist doof einfach. Genau. Es ist alles doof. Das ganze System ist doof hinten. Was würdest du denn sagen? Dafür oder dagegen? Weil wenn wir abstimmen müssen, müssen wir abstimmen oder enthalten. Die Sachlage ist uns ja klar. Also an der Stelle, weil das einfach viel zu komplex ist und auch der Antrag der CDU zwar in die richtige Richtung geht, aber das Thema ja nicht erschlägt. Das ist ja mal wieder nur Headline-Grabbing. Kann man sich da eigentlich nur enthalten? Enthalten dann, okay. Ja. Gut, also wir haben die Aufforderung, die CDU darum zu bitten, das vielleicht in den Ausschuss zu überweisen. Das wäre total super. Echt? Herr Grumplinger, nehmen Sie das mit. Der Olaf nimmt das auch nochmal mit. Und wenn Sie das nicht tun, dann Enthaltung. Kommen wir zu Neu 8. Rechtsverschärfung des SGB II im Bundesrat. Stoppen, ein sanktionsfreies Existenzminimum sichern. Antrag des Abgeordneten Schwert in Verbindung damit. Ungerechtigkeiten für Alleinerziehende im SGB II-Bezug beseitigen. Umgangsmehrbedarf realisieren. Ein rot-grüner Antrag. Wir haben alle Infos, die wir brauchen. Neu 9. Kein Wahlgeschenk aus angesparten Mitteln der Versicherten. Eingriff in die Rücklagen des Gesundheitsfonds stoppen. Ein FDP-Antrag. Auch hier haben wir alle Informationen. Neu 10. Grundrechtsschädliche Terrorpakete stoppen. Meinungsfreiheit bewahren. Registrierungspflicht für Prepaid-Mobilfunk-Telefonkarten streichen. Unser Antrag. Alle Infos da. Neu 11. Moment. Da sind wir. Neu 11. Solo-Selbstständige nicht unter Generalverdacht stellen. Abgrenzung zwischen abhängiger Beschäftigung und Werk- bzw. Dienstverträgen angemessen und rechtssicher ausgestalten. Ein FDP-Antrag. Auch hier sind alle Informationen ausgefüllt. Neu 11, 11, 1, 11, 11. Neu 12. Schluss mit der Dispo-Abzocke. NRW, Moment, ich muss noch ganz kurz. Oh, Mensch, ihr seid aber auch gemein. 1,11. Schluss mit der Dispo-Abzocke. NRW braucht einen Dispo-Deckel für Sparkassen. Unser Antrag mit allen Informationen, Zielrichtung, siehe Antrag. Dietmar. Das ist aber jetzt nicht die Reihenfolge, so wie sie in der offiziellen TO steht. Das ist richtig. Wir können nicht andauern. Ja, alles klar, alles klar. Ja. Doch, 12 ist in der TO, in der aktuellen, so, passt schon. Also wenn ich in die aktuelle Tagesordnung gucke, ist Top 12 Schluss mit der Dispo-Abzocke. Das passt. Top. Nee, da sind noch einige dahinter. Nee, da kommen jetzt noch ein paar. 13. Funkregulierung, Angriff auf freie Firmware stoppen, Freifunk und Verbraucherschutz bewahren. Das hört sich an wie Piratenantrag, kommt aber wieder vom Abgeordneten Schwert. Sollen wir recht sein? Er hat keine Debatte. Na gut, dann nicht. Nee, der kriegt auch keiner, als Fußball. Also. 14. Gesetz zur Änderung von Vorschriften zum Befristungsmanagement im Geschäftsbereich des Ministeriums für Klimaschutz, Umwelt, Landwirtschaft, Natur und Verbraucherschutz. Ein Gesetzentwurf der Landesregierung, Einbringung. Ich gehe davon aus, das wird zu Protokoll gegeben. Da wird Fußball sein, aber wir werden uns überraschen lassen. Dann ein Gesetzentwurf der Landesregierung, Gesetz über die Errichtung einer Anstalt öffentlichen Rechts, DNRW AÖR, Errichtungsgesetz DNRW AÖR. Was ist das? Können wir die Abkürzung einer eben aussprechen? Das ist NRW-Besitzgesellschaft und NRW-noch irgendwas Gesellschaft. Also mehrere Gesellschaften, die sollen jetzt zusammengefasst werden. Ihr denkt immer, das ist nur ein Teilbereich. Ein die Teilbereich. NRW AÖR. Das sind die, die sich um... Wieso das allerdings in den Innenausschuss kommt, ist mir ein Rätsel. Weil es halt um die Verwaltung geht, um die Digitalisierung der Verwaltung und so weiter und so fort. Egal. Aber nicht ausschließlich. Ist ja auch erstens nur eine Überweisung, zweitens werden wir nochmal drüber reden, drittens wahrscheinlich über die Einbringung nur zu Protokoll. 16. Gesetz zur Ausführung des Gesetzes über die psychosoziale Prozessbegleitung im Strafverfahren AG PsychPGB. Da, Olaf? Ich weiß nicht. Nein, okay. Also, nein, ist eine Einbringung. 17. Gesetz zur Stärkung des Kreistags. Welche? Also eine sehr lange Rede. Welches Kreistags? Aller. Ja, warum steht da nicht der Kreistage? Weil
Mikro, Leute. Weil das den Plural beinhaltet. Na gut. Das beinhaltet das, indem man sagt, grundsätzlich der Kreistag. Damit ist das generisch auf alle Kreistage anzuwenden. Das war wieder im Tose, Block 1. Na gut. Ich finde es schade, dass ich da nur Block 1 habe. Ich hätte da gerne Block 2 zugesprochen, um 21.25 Uhr. Du redest Block 1 zu jedem Kreistag. Das aktuelle Ende ist übrigens 19.10 Uhr. Nur damit das kurz... 1-0 Götze, niemals. 0-1 Götze vielleicht, aber... Was, 1-0 Götze? Aber nicht 1-0 Götze um 19 Uhr, das wird schwierig. Gut, weiter geht's mit Donnerstag. Entschuldigung, wir sind bei Freitag. Ja gut, dann machen wir das. Jungs, Mädels, 11 Minuten Pause bis 5 nach... 10 Minuten Pause bis 5 nach, damit die Raucher sich ein Zigarettchen rauchen können. Und dann müssen wir nochmal Turbo einlegen. 5 nach wieder hier. Gehen wir weiter durch die Tagesordnung. Ich bekomme einen Daumen hoch von Jaroslav zum Stream. 1, aktuelle Stunde, Verfassungsschutzbericht belegt bedrohliche Entwicklung des Extremismus in Nordrhein-Westfalen. Landesregierung muss wirksames Konzept zur Terrorismusbekämpfung vorlegen. Vorschläge, wo wollen wir es ansiedeln? Das ist jetzt mittwochs, ne? Nur der Hinweis darauf. Genau, das ist jetzt Mittwoch. Das ist jetzt Mittwoch, ja, Top 1. Kann sich jemand an einen Verfassungsschutzbericht erinnern, wo nicht irgendein Terrorismus oder Verfassungsfeind bedrohlich zugenommen hätte? Also es ist ein Wunder, dass wir alle noch am Leben sind. Seit den 70er Jahren kenne ich Verfassungsschutzberichte und immer gab es bedrohliche Zunahmen. Ja, wir wissen dazu auch. Eigentlich haben wir schon Krieg. Eigentlich ist schon Krieg, schon seit Jahren. So, Redner, Toso, Daniel. Steht hier. Es sind Kannst du noch Vorschläge, so viele böse es sind Vorschläge. Wer Wörter benutzen? Also Verfassungsschutzbericht passt schon auch zu Hauptausschuss. Passt aber auch in den Innenausschuss. Ich hätte noch eine Ausfertigung des Verfassungsschutzes. Passt auch in der AfA. Stimmt. Der Dietmar schmeißt seinen Hut in den Ring. Wer möchte da reden zu diesem Top? Ja. Düsseldorfer Senfbomber. Also ich lese kurz vor, wer diesen Antrag unterschrieben hat. Oh, Christoph Rascher und Fraktion. Ja, das gibt keinen Hinweis auf den Ausschuss, der da hätte hinter sein. Ja, wer möchte? Immer noch Totalitarismus-Theorien. Hufeisen Totalitarismus, da kann man Da wird Jäger sprechen, ne? Das ist eine gute Frage, warum die nie reden. Dirk, die Rede wird dir angetragen. Machst du? Ja, wenn ihr wollt. Gut. Kann aber auch fangen, oder? Der Dirk redet, perfekt. Schöne aktuelle Stunde. Es können auch zwei. Also wenn ihr wollt, könnt ihr auch zusammen. Oder Toso kann nochmal, oder der HFA kann auch was dazu sagen. Also. Müsst ihr nur vorher wissen. Wir können aber auch nur einen festlegen und dann gucken, wohin sich die Diskussion entwickelt und einen zweiten melden. Ich glaube, das ist genau, am sinnvoll. Das ist tatsächlich am sinnvoll. Gut. Ist halt links, rechts, genau. Und dann Flanke, Kopfball, Tor. Zweitens, Chancen der Digitalisierung nutzbar machen und Cybergewalt gegen Frauen und Mädchen entschieden entgegentreten. Da haben wir alle Informationen außer einer Zielrichtung. Genau. Die kommt noch? Genau, die kommt noch. Es ist ja lediglich eine Überweisung in die Ausschüsse. Inhaltlich, jetzt bitte nicht wundern, inhaltlich ist tatsächlich das Thema nicht schlecht. Gleichwohl, es ist deutlich verbesserungswürdig aus unserer Sicht. Ich habe mich da schon mit Jutta und El mal zusammengehockt. Wir werden diesbezüglich dann auch im Rahmen des Beratungsverfahrens einen Änderungsantrag entwickeln. Und vor allen Dingen, was uns inhaltlich stört, ich glaube, ich muss mal bei Lukas die Cyberbanderolen ausleihen. Also es cybert sehr im Landtag. Gut. Mit einem kurzen Hinweis auf die Uhr werde ich jetzt noch ein bisschen schneller reden.
3. Bundesverkehrswegeplan 2030 ermöglicht den Aufbau West. Landesregierung muss in der Verkehrspolitik schnell zu einer gemeinsamen Linie finden und sich im Rahmen der bundespolitischen Beratungen für die Interessen Nordrhein-Westfalens einsetzen. Ein CDU-Antrag mit allen Informationen. 4. Investitionen in den nordrhein-westfälischen Wohnungsmarkt fördern, NRW-Mietpreisbremse außer Kraft setzen, ein FDP-Antrag mit allen Informationen. 5. Smart und Safe City Konzepte brauchen transparente Regeln und öffentliche Kontrolle. Unser Antrag mit allen Informationen. Frank, da steht so oft Frank. Dietmar? Leute. Was streichen? Die ganze Zeile streichen? Ja, aber da steht jetzt auch Dietmar noch mit drin. Muss der Dietmar eben was dazu sagen? Der Dietmar hört nur gerade irgendwie eine Mailbox ab oder so. Dietmar, wir sind in Zeile 791. Top 5. Smart und Safe City. Jetzt ist der Kommentar leider weg. Das war ich. Ja, mach ihn nochmal hin. Den kann ich nicht. Steuerung Z. Gut. Mann. Dietmar, was bedeutet dieser Kommentar? Ja, ich hatte das so gesehen. Herr Frank war nicht unbedingt dafür, diesen Antrag einzubringen. Deswegen war ich etwas erstaunt, dass er denn doch dazu reden wollte. Und gut, also das hat sich ja erledigt durch den weiteren Kommentar, dass Frank sagt, er hätte nicht dagegen gestimmt. Ich habe das zwar so gesehen, ich glaube einige andere auch. Nein, er hat sich nur enthalten. Ist egal. Ja, also gut. Lass mal stehen so. Ist gut. Gut. Aber ich will Blut sehen, ne? Gut. 6. Gesetz über die Sicherung von Tariftreue und Sozialstand. Oh, ich kann es nicht mehr lesen. Tariftreue und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen. Aber es ist ein Gesetzentwurf der Landesregierung, nicht die FDP. Das möchte ich korrigieren. Die FDP in der Landesregierung, also Kollege Dün, hat diesen Antrag verworfen. Also, Gesetz über die Sicherung von Tariftreue und Sozialstandards sowie fairen Wettbewerb bei der Vergabe öffentlicher Aufträge. Das sogenannte Tariftreue- und Vergabegesetz Nordrhein-Westfalen, TVGG NRW, mit allen Informationen. 7. Abschlussbericht der Kommission zur Reform der nordrhein-westfälischen Verfassung. Hallo, warte mal. Irgendwie, ich rede dazu. Ja. Ja, steht ja drin. Du hattest nicht die Hand gehoben, einfach nur das Mikro anmachen geht hier nicht, das sehe ich nämlich nicht. Nee, wenn du das so machst, siehst du halt das Mikro nicht. Okay. 7. Abschlussbericht der Kommission zur Reform der nordrhein-westfälischen Verfassung, Verfassungskommission in Verbindung mit Gesetz zur Änderung der Verfassung für das Land Nordrhein-Westfalen. Mit allen Informationen und jetzt können wir diskutieren über die Eidesformel. Das möchte niemand, das finde ich gut. Dann reden wir jetzt über Top 8. Gut, dass wir das schon mal gemacht haben. Ja, beide, dachte ich. Okay. Warum nicht? Wenn ich darf, genau. Block 2 wird das, wenn ich mich recht entsinne, sein. Das heißt, wir haben 8 Minuten. Für die Herleitung, wie es gelaufen ist, braucht man zwischen 4 und 6 Minuten, je nachdem, wie schnell man spricht. Und dann braucht man hinterher noch mal ein wenig Zeit zum Reagieren, weil es geht da durchaus darum, Kloppe zu verteilen. Ich empfehle ausnahmsweise das Video aus der letzten Sitzung der Verfassungskommission. Da hat schon Kloppe gegeben, darauf müssen wir weitermachen. Aber das funktioniert nicht, wenn wir das versuchen zusammenzumachen. Einer muss das machen. Und mir ist das egal, ob ich das mache oder ob du das machst. Dann du, die Reputation aus der Verfassungskommissionssitzung, die kann ich dir nicht mehr nehmen. Die mach dir 3 Stichworte und raste einfach völlig aus, das kannst du am besten. So, habe ich geändert. Ja. Kommt ja dann jetzt. Also wie gesagt, guck dir das Video an. Das sind allerdings 15 Minuten, das musst du ein bisschen straffen. Also, gut. Haben wir. Nächstes, Top 8, Gesetz zur Neuregelung des Gleichstellungsrechts mit allen Informationen. 9, flächendeckendes Vertriebsnetz für Westlotto-Annahmestellen erhalten. Das kann nur ein FDP-Antrag sein.
Verständigung über eine partnerschaftliche und faire Entlohnung forcieren. Mit einer fehlenden Zielrichtung. Dietmar. Westlotto-Annahmestellen. Westlotto-Annahmestellen. Top 9. Mit Mikro bitte. Zielrichtung weiß ich noch nicht. Keine Ahnung. Stimmen wir der Ausschussüberweisung zu? Ja, der stimmen wir zu, ja, okay. Auf jeden Fall. Das wird ein wunderbares Thema sein, in dem sich der liebe Kollege Witzel, nachdem ihm viele Dinge aus dem Untersuchungsausschuss abhandengekommen sind, ausbreiten kann. Ja, natürlich, unter anderem Jugendschutz, selbstverständlich, bei den Westlotto-Annahmestellen. Ja, selbstverständlich. Ich bin auch dafür, abgesehen davon, ich persönlich bin dafür, die Anzahl der Annahmestellen zu vergrößern, ja, damit man also nicht so lange Anreisewege hat, um seiner Sucht nachzukommen. Sehr gut. Lotto spielen, das große Suchtpotenzial, das wissen wir hier seit 5 Jahren. Nicht, Toso? Wir haben uns gerade, Dietmar hat mich auf den Fehler aufmerksam gemacht, wir haben uns auf ein Video eines Ausschusses eben in dem anderen Top bezogen. Ich habe das Ganze jetzt eben verlinkt, nur als Hinweis. Ja, ist jetzt im Plenarpad, sehr gut. 10. Leistungsfähigkeit der deutschen Game Development Branche. Unser Antrag mit allen Informationen. 11. Kunstwerke im Besitz der öffentlichen Hand inventarisieren. Ein Antrag der CDU. Mit dieser Antrag als Zielrichtung. Da hat jemand nicht weitergetippt. Ich frage nach. Ja, sehr gut. Dieser Antrag. Wahrscheinlich fehlt ein Ausrufezeichen. Dieser Antrag. So, das war das. Gibt es noch zu irgendeinem der Tage einen Redebedarf? Ich sehe, das ist nicht der Fall. Dann kommen wir jetzt zu Top 6 der Fraktionssitzung. Beschlussvorschlag Videoproduktion. Hartmut. So schnell ging das, tut mir leid. Das kam überraschend. Ja, das Ganze ist, diese Videoproduktion ist im Rahmen eines Gesamtkontextes zu sehen. Es gibt ja auch die Pflegekonferenz. Da sollen jetzt also Videos produziert werden. Das Angebot ist noch nicht hundertprozentig fix, da kann sich noch ein bisschen was verändern. Deswegen ist der Betrag etwas höher als das Angebot selber. Und ansonsten ergibt sich eigentlich der Rest aus der Begründung. Abgestimmt zwischen den Fraktionsmitgliedern Olaf, Daniel und Moni ist es. Gibt es Fragen, Anmerkungen? Olli. Ja, zwei sogar. Einmal ist das Videokonzept, also ich hab zwischendurch mal mitbekommen, was von diesem Videokonzept. Eine Sache gefiel mir sehr gut, wo es darum ging, sehr kurze, aber nicht sehr, ich sag mal, inhaltlich gar nicht so gehaltvolle, aber sehr kurze Dinger zu machen, die einfach schön zum Teilen sind, meiner Meinung nach. Wollte gerne wissen, ob sozusagen das genau weitergegeben wird. Vielleicht kann Moni dazu auch gleich was sagen. Und zweitens zu der, weil wir ja schon eine konkrete Firma ausgesucht haben, weshalb die ausgesucht wurde, ob es da bestimmte Referenzen gibt. Man muss sagen, die Webseite von denen funktioniert auf den Landtagslaptops leider nicht, weil es eine reine Flash-Seite ist. Aber also bis auf, dass sie Arsen heißt, was ich bei Pflege interessant finde, ist mir jetzt nicht bekannt, dass sie irgendwie besonders coole Videos oder sowas bisher gemacht hätte. Vielleicht gibt es da von eurer Seite auch einen Hinweis, weshalb das so ist. Also bei mir funktioniert die Webseite super, weil Flashtop funktioniert. Irgendwas ist bei dir falsch. Moni. Ja, um die erste Frage zu beantworten, es ist tatsächlich so, dass wir versuchen, es so zu machen, dass es wie eine Serie ist, die aufeinander aufbaut, wo auch immer die gleichen Protagonisten auftauchen. Wir haben ganz viele Dinge besprochen, zum Beispiel, dass du nicht mit tatsächlich zu Pflegenden drehen kannst, sondern dass wir das mit Schauspielern machen, die dann auch einen Wiedererkennungswert haben, dass wir die Rolle einer Pflegerin, eines Patienten oder so besetzen wollen. Wenn das gut läuft, gibt es schon auch die Option zu sagen, wir machen das möglicherweise weiter. Der Plan ist zur Pflegekonferenz, die wir für September planen, dann das erste dieser Videos vorzustellen, vielleicht um mal sozusagen, wo die Schwierigkeiten liegen. Du findest, ne, ich meine, wenn ihr da jemanden kennt, gerne. Es ist total schwierig, eine Location zu finden, weil du natürlich nicht irgendwo einen Flur in einem Pflegeheim räumen kannst, um dann da Aufnahmen zu machen. Die haben sich bisher standhaft geweigert,
das Haus zu verlassen, wenn wir da kommen und drehen. Also sind so ein paar Sachen, die etwas kompliziert sind, warum wir auf diese Firma gekommen sind, einmal durch einen persönlichen Kontakt, aber dann tatsächlich dadurch, dass der Regisseur sich seit Jahren mit dem Thema Pflege beschäftigt, selber in einer, das war glaube ich so eine Initiative, die Wohlbehagen heißt, die sich selber darum gekümmert haben, Pflege zu verbessern und der einfach thematisch da drin steckt und genau weiß, wie die Situation ist, was du bei anderen nicht so hast. Insofern waren wir sehr glücklich über dieses Zusammenkommen von einmal dieser Fähigkeit zu filmen, Regisseur, aber andererseits auch thematisch da in dem Thema fit zu sein. Und insofern, also wir hoffen mal, dass das Erfolg haben wird und haben jetzt 10 dieser Clips geplant und gucken dann mal, wie das einschlägt und ob wir das möglicherweise dann weitermachen. Gut, gibt es weitere Fragen zu diesem Beschlussvorschlag? Mabo? Das ist nicht der Fall. Dann kommen wir jetzt zur Abstimmung über den Beschlussvorschlag. Ich nenne nochmal die Nummer B42/2016. Wer dafür ist, diesen Beschlussvorschlag anzunehmen, der möge sich jetzt melden. Namentlich, ja. Moni Simone. Olaf Joachim. Danebert Olli. Toso Dirk. Nein, ist es nicht. Die beiden zeigen nicht auf. Stefan hat jetzt noch aufgezeigt. Schreibt Stefan. Toso. Dirk. Michel Grumpy. Wer ist dagegen? Niemand. Wer enthält sich? Frank. Ja. Doch, selbst dann schreiben wir es auf. So wie gewünscht. Frank und Nico, bitte. Gut, Top 7. Beschlussvorschlag zur Beteiligung an der Veranstaltung 70 Jahre Nordrhein-Westfalen, Tage der offenen Tür. Vorlage B43/2016. Ja, die Rahmenbedingungen für diese Beteiligung sind erst in der letzten Woche abschließend ermittelt worden. Was kann man hier im Landtag machen? Wo können wir uns platzieren? Wo ist Raum für unsere Aktivität? Wir werden das Car-Office mit einbinden. Wir brauchten professionelle Hilfe und haben uns deswegen an die Agentur Paffrath gewandt, mit der wir ja beim Car-Office schon erfolgreich zusammenarbeiten. Der Vorteil bei dieser Agentur ist auch, dass der Herr Paffrath langjährige persönliche Beziehungen oder den Verantwortlichen hier im Hause, im Landtag, seit 25 Jahren kennt, die Verhältnisse hier kennt. Und deswegen haben wir uns ein Angebot machen lassen. Das liegt deutlich unter diesem Budget von 25.000. Wir werden aber noch das ein oder andere Element dazu holen müssen. Eine Fotobox, da kann im Einzelnen Tina vielleicht noch was dazu sagen. Das Angebot auch von Herrn Paffrath muss nicht in dieser Größenordnung ausfallen. Es kann sein, dass wir ein paar Liegestühle weniger nehmen. Es kann sein, dass wir ein paar Palmen weniger nehmen. Das ist also sozusagen ein Maximum. Aber wir werden noch ein paar andere Dinge machen. Es ist eine der wichtigsten Veranstaltungen des Landtages. Ich denke, da sollten wir professionell erscheinen. Da können wir uns nicht mit Hilfskräften, die vielleicht in der Gastronomie gar nicht arbeiten dürften, weil sie das entsprechende Gesundheitszeugnis nicht hätten und so weiter und so weiter. Also insofern ist das Angebot, das halte ich für völlig in Ordnung und ich würde mich freuen, wenn das Zustimmung findet. Gibt es Anmerkungen, Fragen zu diesem Beschlussvorschlag? Frank. Baströmchen für den Vorsitzenden. Ja, genau. Das wunderte mich jetzt etwas von wegen 70 Jahre Landtag NRW. Ich muss aber sagen, weil das jetzt erst heute Morgen hier ankam, ich habe das Konzept 70 Jahre 70 Jahre Landtag auch hier, 70 Jahre NRW. Ja, stand da aber gerade. 70 Jahre Landeshauptstadt, 70 Jahre NRW. Landeshauptstadt, genau. Mir geht es darum, wie politisch das ist und wie politisch das hier gehandhabt wird im Landtag oder halt nicht, so wie ich dem
Angebot der Agentur entnehmen muss. In meinen Augen, nach den Gesprächen auch mit den, ich war mit bei der letzten Organisationsrunde, gehen wir mal davon aus, dass wir 2 Millionen Besucher in ganz Düsseldorf haben. Geschätzt 80.000 Leute werden den Landtag besuchen. Das sind auch die Erkenntnisse aus den vorangegangenen Tagen der offenen Türen und den zunehmend steigenden Besucherzahlen auch jetzt hier im Besucherzentrum. Und tatsächlich das Menschliche mit dem Politischen zu verbinden, wie jetzt von Anfang an halt angedacht, im Rahmen wie beispielsweise einer Diskutierbar und oder dann auch den Möglichkeiten halt hier die Terrassen nutzen zu können, was wir auch erst letzte Woche erfahren haben. Das sind halt alles Aspekte, die da mit reinspielen. Und auch nach den Rückfragen mit dem Landesverband, weil ja parallel der Bundesparteitag stattfindet, haben wir einfach auch nicht die freiwilligen Ressourcen zusätzlich. Demnach sind wir einfach auf externe Hilfe angewiesen. Ja, da ich dran bin, nehme ich deine freiwillige Mitarbeit, Frank, dankend zur Kenntnis. Wir brauchen nämlich in vielen, vielen Bereichen noch Leute. Ich finde das absolut gut, dass du da vorangehst und dich für das ganze Wochenende bereit erklärst. Ich habe es im Doodle anders gesehen, aber ist okay. Und das ist auch nicht weit. Es sind sogar noch mehr als 80.000, die bei den letzten da waren. Das ist hier was Besonderes. Und ich glaube, dass Piraten in den Landtag gekommen sind, weil sie etwas ändern wollten. Und das heißt, dass wir uns natürlich auch da versuchen, wieder an das zu erinnern, wofür wir hier reingewählt werden und mal Sachen anders zu machen und nicht nur das, wie andere machen. Aber du bist eingeladen, dich an allem zu beteiligen und frühzeitig zu informieren. Wir haben das Ding vor fast 2 Monaten das erste Mal hier auf dem Tapet gehabt und seitdem geht das natürlich weiter. Danke. Also ich sehe das jetzt so, dass einer muss jetzt den Deppen machen und sich zu dem Papier, was gestern oder heute Morgen hier ankam, ja äußern. Ja, doch. Also so nehme ich das jetzt hier wahr. Ich habe mich gerade wegen der Terminkollision Bundesparteitag und 70 Jahre NRW, glaube ich, hälftig, also halbe entschieden, halb hier und halb Bundesparteitag. Also ich habe überhaupt gar kein Problem, dass man hier externe Unterstützung einholt. Überhaupt nicht. Nee, überhaupt nicht. Mir ging es nur um das, was da drin steht. Ja? Also um es mal konkret zu sagen, ich weiß nicht, wie viele 1000 Planters Punches jetzt waren, ob das jetzt halt dasjenige ist, wofür wir hier das Geld ausgeben. Das wollte ich ein bisschen in Frage stellen. Aber da habe ich vielleicht ein paar andere Vorstellungen, aber... Bring mich ein. Nun zu Baccalo. Dass das das Konzept war, wofür jetzt die Kosten eingeholt wurden, das muss ich ehrlich sagen, wusste ich nicht. Dann nicht nur, es geht auch um solche. Also wir machen jetzt hier ein Zwiegespräch, vielleicht sollten wir das an anderer Stelle nochmal fortsetzen. Ich würde mich aber an der Stelle jetzt auch enthalten, weil das finde ich nach meinen Eindrücken hier für 70 Jahre NRW ein bisschen unpassend. Wie gesagt, extern, dass wir ein Budget brauchen, wir haben Budget, dass wir externe Unterstützung brauchen, alles d'accord, alles super gut. Insofern würde ich das jetzt hier einfach als Platzhalter sehen, wo noch dran gearbeitet wird und gut ist. Ja, Frage. Ich bin etwas erstaunt, weil ich eigentlich davon ausgehe, dass solche Sachen, bevor sie hier in der Fraktionssitzung besprochen werden, im Vorstand besprochen werden. Und meines Wissens bist du doch dabei. Und insofern bin ich jetzt so ein bisschen irritiert darüber, dass du da offensichtlich nicht weißt, was da genau geplant ist. Kann ich in einem Satz erklären, das lag halt gestern noch nicht vor in der Vorstandssitzung. Das kam erst heute Morgen oder gestern Abend. Ich glaube, heute Morgen war es. Oder gestern Nachmittag, gut. Ja. Auf jeden Fall nach der Vorstandssitzung. Genau. Also ergänzt muss ich dazu sagen, das Thema, dass wir dort vertreten sein werden, ist länger schon diskutiert worden. Es gab also Gelegenheit, es ist auch von einer Bar gesprochen worden. Wir haben also auch von Details gesprochen. Es hätte jederzeit die Möglichkeit bestanden, das auch frühzeitig einzufordern, aber es war kein Bedarf da, weil da hat weder der Mario noch die Tina ein Geheimnis draus gemacht. Es sollte eine gesellige Geschichte sein. Wir wollten eine Bar haben, die also interessant im Piratenlook ist. Rum hat etwas mit Piraten zu tun, so ist das entstanden. Es war kein Geheimnis und da haben wir also sozusagen auch sicherlich nicht sehr intensiv, aber darüber haben wir im Vorstand gesprochen, Frank.
So, erstmal die Verteidigung voraus. Ich werde in Düsseldorf sein, aber nicht nur hier im Landtag, weil der NRW-Tag auch in der GS stattfindet. Wir natürlich auf die Hilfe zurückgreifen, alles kein Problem. Ich finde auch die Liegestühle und die Palmen perfekt. Das Einzige, was tatsächlich eine Frage aufwirft, ist 2 Millionen Gäste, 80.000 im Landtag, aber nur 1.000 Cocktails für 9.300 Euro. Da steht da, oder beziehungsweise von mir aus auch 6 Euro pro Cocktail. Das heißt, wir können natürlich nicht jedem dieses schöne Bargefühl geben, was wir haben. Deshalb. Ja. Ja, gut. Dann brauchen wir das sozusagen. Das heißt, so steht es erstmal da. Und du hast gesagt, ja, wir wollen 80.000 Leute, die hier reinkommen, erreichen. Das müssen wir natürlich irgendwie hinkriegen, ohne jedem 1, 2, 3 Cocktails zu geben. Das ist natürlich schon eine Frage an der Stelle. Also die anderen werden auch Giveaways haben, die deutlich über 1, 2 Euro liegen. Das ist klar, die kriegen dann so Taschen in die Hand gedrückt, die sie herumtragen. Die Taschen haben natürlich noch den zusätzlichen Werbeeffekt. Wenn man draußen lang geht, trägt man dann dauernd diese CDU-Tasche mit sich rum oder die SPD-Tasche und trägt also das Ganze in die Stadt rein. Das heißt, die Frage ist natürlich, wen wir an der Stelle erreichen, auch wen wir als Multiplikatoren erreichen, sozusagen. Schaffen wir es sozusagen genau die zu erreichen, die wir erreichen wollen damit? Darf ich? Olli, ihr wart doch alle schon mal beim Tag der offenen Tür hier im Landtag. Ihr wisst, das ist so ein Familienfest, überall ist was los. Jetzt ist es 70-jähriges Jubiläum, also ist noch viel mehr los, weil hier noch eine Kirmes draußen ist und so. Das ist also mehr oder weniger ein Familientag. Wir können jetzt nicht damit rechnen, dass 40.000 Leute bei uns an der Bar sind. Wir haben mit 500, glaube ich, ganz gut kalkuliert. Ja, pro Tag 500 haben wir ganz gut kalkuliert. Selbstverständlich ist es nicht das, was in dem Plan steht, alles, was wir machen wollen. Wir werden auch wieder dieses Glücksrad aus dem Keller holen. Wir werden auch Merchandise-Artikel verlosen. Wir werden die Taschen rausgeben. Wir werden Popcorn-Tüten mit Piratenlogo haben. Da laufen die Leute mit rum. Wir haben hier eine Fotobox. Wir werden also Fotos machen mit Piratenforderungen, die Leute dann direkt über Facebook verschicken können. Also das ist jetzt nicht nur die Bar. Nur das ist halt so ein Punkt, da brauchen wir Unterstützung von außen, wie die jetzt aussieht. Ich finde, dieses Bastbild, das wirkt schon sehr, sagen wir mal so, sieht aus wie auf einer Tourismusmesse. Ja? Das muss natürlich noch ein bisschen cooler sein. Aber darum geht es nicht. Wir haben halt am Dienstag, waren Grumpy und ich hier bei der Landtagsverwaltung, haben wir erst erfahren, dass wir die Terrasse auf jeden Fall nutzen können, dass wir da machen können, was wir wollen, außer rauchen darf man da nicht. Aber dass wir da Liegestühle haben müssen. Wir brauchen nicht 45 Stück, wie in dem Angebot steht. Das wird nochmal alles ein bisschen geglättet und auch nochmal aufgeschnürt. Wir können auch nochmal gucken, was wir genau wollen, und jeder ist da eingeladen, sich einzubringen. Es geht ja nur darum, dass wir noch vor der Pause dann Go haben, dass wir die Agentur eben auch anhauen können, dass die uns da Arbeit abnehmen. Weil ganz ehrlich, wir stehen hier nachher mit Landtagstischen, und das ist dann unsere Bar. Wir haben keine Gläser, weil wir kein Wasser haben und, ja. Also der ganze Rattenschwanz bei jedem Punkt, der auf diesem Konzept stand, gehen nochmal 14 Unterpunkte oder 15 auf. Und da ist es gut, wenn man einen zentralen Ansprechpartner hat. Ja, und nur noch 2 Minuten, Frank. Genau, und um das nochmal zu sagen, danke Tina, du hast ganz tolle Sachen gerade gesagt, alles super gut. Darum ging es mir jetzt überhaupt nicht, hier da irgendwas in Frage zu stellen. Ich möchte weder falsch interpretiert noch irgendwie falsch verstanden werden. Mir ging es einzig und allein um das, was heute Morgen rumgeschickt wurde. Und um es jetzt mal ganz deutlich zu sagen, was ich heute Morgen erst gesehen habe, nach den 100 Mails von gestern, um mal ganz deutlich zu sagen, ich bin überhaupt nicht gegen externe Hilfe, die brauchen wir überhaupt gar keine Frage.
Alles super gut. Ich bin aber dagegen, dass wir hier 500 Alkoholcocktails einkaufen für diese Veranstaltung. Und deswegen werde ich, was diese konkrete Geschichte angeht, jetzt gleich hier Nein sagen. Gut. Wir können das gegen antialkoholische Sachen. Nee, das hat sich jetzt rausgebildet durch die ganzen Geschichten, weil das Budget haben wir genehmigt. Das ist eigentlich alles easy, ihr könnt ja machen. Aber diese konkrete Geschichte würde ich jetzt dann sogar ablehnen. Das mit diesen Budgets. Ja, okay. Da unten fehlt ein... Ah, nee, da oben. Ergebnis der Abstimmung. Okay. Da ich keine weiteren Wortbeiträge sehe, wer ist gegen die Annahme dieses Beschlussvorschlages mit der Nummer B43/2016? Der Frank ist dagegen. Wer enthält sich? Niemand. Dann gehe ich davon aus, dass der West dafür ist. Du darfst aufschreiben, ich mache schon mal weiter. Top 8, K-Office-Befragung, Kernthemenbarometer. Hartmut. Ja, mit dem Blick auf die Uhr, bitte. Ja, ganz kurz. Ich war von dem Ergebnis positiv überrascht, muss ich sagen. Und ich weiß, dass sehr viele aus der Fraktion vielleicht das ein oder andere Thema noch gerne befragt hätten. Der Vorschlag sah ja auch vor, dass wir noch ein zweites Barometer aufmachen. Ich würde nach diesen Ergebnissen vorschlagen, es bei diesen Themen zu belassen und die nächsten 5 geplanten Befragungen genau mit den gleichen Fragen zu bewerkstelligen. Ich will das kurz begründen. Eigentlich, das sind unsere 4 Themen, mit denen wir hier ein Alleinstellungsmerkmal zu allen anderen Fraktionen haben. Es ist aus dem Ergebnis eigentlich zu vermuten, dass diese Themen immer noch nicht eindeutig mit der Piratenfraktion in Verbindung gebracht werden. Denn wenn es so wäre, müssten eigentlich auch mindestens 40-50% aller Befragten sagen, wir bereichern den Landtag. Und deswegen würde ich diese Themen noch stärker penetrieren. Ich würde noch deutlicher darauf hinweisen, dass diese Ergebnisse live zu beobachten sind. Das werden wir jetzt einrichten, und zwar mit den Institutionen, die von diesen Fragen auch was haben, zum Beispiel Netzwerk Grundeinkommen oder ÖPNV oder G8, G9, sodass wir da praktisch ein Interesse für wecken können. Denn je stärker wir darauf aufmerksam machen, dass das unsere Themen sind, desto größer ist die Wahrscheinlichkeit, dass dann auch uns das zugeschrieben wird und dann auch gesagt wird, wir sind die Bereicherung, und dann gibt es vielleicht dann doch noch eine Piratenfraktion in der nächsten Legislaturperiode. Ich würde also vorschlagen, das beizubehalten, entgegen des Vorschlages, den ich ursprünglich mal gemacht habe. Gut. Ich sehe keine weitere Wortmeldung. Wir haben auch keine Abstimmung zu diesem Punkt. Dann nehmen wir das erstmal als Information so hin. Top 9 Open-Antrag. Erstens, vernünftige Privatschulen. Mario. Moni. Ja, das mal weiter. Ich war gerade ein wenig überrascht, habe das jetzt gerade erst hier gesehen. Das ist ein Ding, das ist schon etwas älter. Wir stellen das ja nur kurz vor. Wie das jetzt hier rein. Okay, also es geht darum, dass es die Anfrage gab, das Gerücht, es gibt einige wenige vernünftige Privatschulen hier in NRW. Das ist kein Gerücht, das ist eine Tatsache. Es gibt sicherlich sehr gute Privatschulen hier in NRW. Es gibt sicherlich auch weniger gute. Das Problem ist, wenn ich euch frage, was ist eine gute Schule oder eine gute Privatschule, würde ich bei 15 Leuten wahrscheinlich 20 Antworten bekommen, weil jeder sich da etwas anderes drunter vorstellt. Und wenn man so ein bisschen zwischen den Zeilen in diesem Antrag liest, er hat eine bestimmte Erwartungshaltung an die Antwort. Ich glaube, die hat er nicht so bekommen. Ich glaube, dass wir die Privatschulen leisten gute Arbeit. Die sind in vielen Dingen auch so Vorreiter für neue Entwicklungen, wo man sehr gut für das öffentliche Schulsystem sich gute Dinge abgucken kann, die man möglicherweise dann auch in das öffentliche Schulsystem übertragen kann. Aber es gibt sehr viele Schulversuche, wo es zum Beispiel schon keine Klassen mehr gibt, wo halt Schüler klassenübergreifend selber entscheiden, mit wem sie zusammenarbeiten, also wo es Schulen gibt, die, sage ich mal, mit dem, was wir unter Schulen verstehen, kaum mehr was zu tun haben, und dass man gute Ansätze davon übernehmen kann. Man muss dazu aber auch sagen, dass diese Schulen zum Großteil vom sehr großen Engagement und nicht nur finanziellem Engagement, sondern auch täglichem Engagement der Eltern leben. Insofern ist es halt schwierig, dass einfach, gute Beispiele in das öffentliche Schulsystem einfach so zu kopieren und zu übertragen. Gut. Gibt es dazu Fragen? Anmerkungen? Das ist nicht der Fall. Der nächste Obmantrag wäre fehlende Haftpflichtversicherung für Ärzte in der Flüchtlingsversorgung. Da hat der Frank was zu geantwortet. Möchtest du dazu auch was sagen?
dachte, das hätten wir letzte Woche schon durch. Nee, hatten wir nicht? Nee, haben wir verschoben. Hatten wir verschoben. Ah, okay, gut. Ja, gut, die Frage war Fehlnachpflichtversicherung. Das ist inzwischen klargestellt worden. Also einmal gibt es die grundsätzliche Freistellung der Landesregierung für ehrenamtliche Helfer in der Flüchtlingshilfe, egal was sie tun, solange sie es halt in einem organisierten Bereich halt machen, also durch irgendeine Organisation oder irgendein Treffen, irgendein Zusammenkommen halt diese Hilfe leisten, sind sie auf jeden Fall haftpflichtversichert. Und dann war halt der konkrete Punkt, über die Ärztekammer nochmal nachzufragen, ob die nicht eine eigene für Ärzte nochmal etwas haben, hat Sebastian dankenswerterweise gemacht. Und ja, im Prinzip gibt es jetzt keine deutliche Klarstellung, aber es gibt die Versicherung, dass es soweit ist, dass also diese Haftpflicht vom Land übernommen ist. Und es sind allerdings auch keine Klagen irgendeiner Art bekannt, also dass da ein Fall, ein ungeklärter Fall existiert oder sowas. Scheint also so, ja, dass die Regelung so, wie sie da steht, funktioniert. Hm? Weitere Hilfe benötigt werden, ja. Danke. Gut. Dann haben wir noch einen neuen Open-Antrag, und zwar Klage gegen CETA. Der ist von vorgestern oder gestern. Sonntag kam der. Sonntag, okay. Das wäre vorgestern. Da geht es darum, dass die EU-Kommission gesagt hat, wir würden gerne dieses Abkommen CETA nicht in die nationalen Parlamente bringen, sondern am liebsten direkt auf EU-Ebene abstimmen, bestimmen und dann unterzeichnen. Da müssen wir uns nicht mit diesem ganzen Schmarrn beschäftigen. Der Antrag fordert, dass wir einen Antrag im Landtag Nordrhein-Westfalen einreichen, aufgrund dessen die Landesregierung aufgefordert wird, dass wir uns dagegen einsetzen, dass sich NRW dagegen einsetzt, dass NRW mitreden will. Möchte dazu jemand das Wort ergreifen? Sonst würde ich nur mitteilen, dass wir das jetzt in der Prüfung haben. Gut, dann machen wir das so. Kurz, ich denke mal, im Rahmen der Landtagsdebatte, wir hatten ja heute Morgen schon gesagt, im Bereich Brexit, da gibt es einen Punkt, CETA, ich glaube, das spielt da ganz gut mit rein, erstmal. Und ich glaube, so schnell ist das Thema nämlich noch gar nicht vom Tisch. Gut, dann kommen wir zur Top 10. Das ist der Vorratstop zum Thema dezentrale Fraktionssitzung am 30.08. Wo sind wir am 30.08.? Ich habe gerade den Plan nicht zur Hand, ich habe es schnell. Noch liegt der 30.08. nicht fest, aber ich habe gestern schon mal mit Olaf gesprochen. Wenn wir es, also wir könnten den 30.08. dann in Wuppertal machen. Wir könnten dann vielleicht auch das Thema Pflege nehmen. Und Olaf, du würdest dann, dass wir dich, das, also die Technik, da basteln wir noch ein bisschen dran, bis zum 30.08. müsste es ja klappen. Ja. Aber wenn man jetzt den Vorratsbeschluss für Olaf schon mal fasst, dann hätten wir zumindest mal die rechtlichen Grundvoraussetzungen geschaffen. Gut. Dann wäre quasi der Beschluss, Olaf nimmt am 30.08. dezentral an der Fraktionssitzung teil. Klammer auf. Das war komisches Wording. Darf dezentral an der Fraktionssitzung teilnehmen? Besser? Wenn du es ins Mikro sagst, Moni, dann... gibt es jemanden, der dagegen ist oder sich enthalten möchte? Das ist nicht der Fall. Dann haben wir das so beschlossen. Dann haben wir zwei... Dann haben wir Top 11 Sonstiges, zwei Kurzanmerkungen. Eine von Mario. 90 Sekunden. Das geht ganz schnell. Ich habe während der zwei Wochen, wo ich jetzt nicht hier in Düsseldorf war, festgestellt, dass ich trotzdem kontaktiert worden bin, dass man mir auch Mails geschickt hat. Ich möchte darauf hinweisen, dass ich das gerne tue, auch Selbstausbeutung in meiner freien Zeit betreibe. Das tue ich gerne, das kriegt ihr an anderer Stelle dann berechnet. Aber die Mail ist für einige Sachen ungeeignet. Ich lese in meinem Urlaub, in meiner Abwesenheit nicht stündlich meine E-Mails. Wenn ihr wirklich etwas habt, ruft mich an oder schickt mir eine SMS. SMS deshalb, weil die tatsächlich fast immer und fast überall ankommt. Ich rufe dann baldmöglichst zurück. Es ist völlig zielverfehlt,
wenn man mir eine Mail schickt, die irgendwo in einem Ordner landet, bitte gestern schnell was rausschicken. Das funktioniert nicht. Ruft mich an, ich habe ein dienstliches Telefon, die Telefonnummer ist bekannt. Und ich rufe dann baldmöglichst zurück. Da demnächst Urlaubszeit ansteht, sollten das bitte alle beherzigen. Gut. Kurzanmerkung von Monika. Ja, wir sind ja oft häufig hier und sind mit Kritik immer ganz weit vorne. Und ich möchte einfach mal zwei Sätze dazu sagen, was ich letzten Donnerstagabend erlebt habe. Ich war auf einer Veranstaltung in Dortmund, in der Kommende heißt das. Der Toso wird das kennen. Ja. Und mit dem Dr. Burchardt. Und ich habe das in den letzten 3 Jahren so nicht mehr erlebt. Also das waren 100 Leute und er hat über Bildung geredet, er hat über die Bertelsmann-Anfrage geredet und hat uns extrem gelobt, hat auch zu G8, G9 was gesagt. Und es war so, dass ganz viele in der Pause zu mir gekommen sind und tatsächlich auch irgendwie ein Kärtchen von uns haben wollten und nochmal gefragt haben halt nach unserer Seite, wo sie gucken wollen. Und für mich war das irgendwo, ich habe da nur noch gesessen und so lächeln und winken, ne? Was ich so gar nicht mehr kennen kann, so aus der letzten Zeit. Was ich einfach nochmal sagen wollte, ne, wir sind in vielen Dingen auf einem richtig guten Weg. Und ich glaube, diese große Anfrage, das ist, auch wenn es nicht jeden betrifft, also da war auch Fachpublikum, da waren ganz viele halt auch aus, nicht nur aus dem Lehrerbereich, sondern die irgendwie in Universitäten, in der Lehrerausbildung unterwegs sind. Das hat riesengroßes Interesse getroffen. Da wollte ich an dieser Stelle einfach nochmal sagen, lass uns da wirklich auch uns gegenseitig Mut machen. Das war wirklich großartig. Ich glaube, dieser Abend, der hat mehr Leute für uns interessiert, als das eine Woche Car-Office schafft, war jetzt mal mein Eindruck, weil wirklich, ne, die wirklich gesagt haben, dass Leute waren, wo ich sagte, die gucken jetzt auf unserer Seite, wo ich das Gefühl habe, die interessieren sich da ehrlich für. Und deshalb an dieser Stelle möchte ich das auch nochmal hier ganz laut im Stream sagen, auch nochmal wirklich ein ganz herzliches Danke an Joachim, weil ich glaube, das war wirklich eine super Sache und da sollten wir dranbleiben. Ich ergänze kurz um, ich habe locker ein Dutzend Anfragen zum Thema große Anfrage, die gerne die Antwort hätten. Ja. Ich habe denen nicht geantwortet, das könnt ihr euch gerne runterladen, sondern ich habe denen mir alle auf eine Wiedervorlage gelegt, dass in dem Moment, wo wir die Antwort bekommen, wir denen die Sachen dann zuschicken. Aber die sind sehr interessiert. Wir sind ja nicht die mit den Antworten, in dem Fall waren wir tatsächlich die mit der Frage. Ne? Ja, und auch ich habe dann zwischendurch schon Rückfragen und Anfragen und Neugierde von einzelnen Pressevertretern auch noch wahrgenommen. Also man hat mich auch konkret angesprochen. Ich freue mich da schon auf die Antworten. Gut. Danke für die Anmerkung. Einen noch, Hartmut. Letzter. Und zwar die gemeinsame Fraktionssitzung am 6.9. Ich wollte nur mitteilen, wir haben 5 Zusagen, wir haben 5 Absagen, wir haben ein Vielleicht. Das heißt, abstimmungsfähig wären wir in Schleswig-Holstein nicht. Und insofern nur die Frage, sollen wir es machen? Und wenn, wie gehen wir da vor? Gut, ich hätte das gleich abgefragt, aber ist egal. Nahe liegt, dass wir jetzt hier mit den Anwesenden nochmal fragen, wer von euch kommt nach Kiel? Ja, super. Das sind schon mehr als, also ich zeige auch auf, das sind schon mehr als 6. Ja, jeder hat immer einen. Gut, für diejenigen, die wissen, dass sie noch nicht geantwortet haben, geht doch bitte gleich direkt nach dieser Fraktionssitzung einmal bei Britta vorbei und sagt ihr... Gut, dann geht bei Kerstin vorbei oder wir legen eine Liste aus oder was auch immer, aber so, dass wir auch wissen, dass ihr kommt, weil das waren jetzt, wenn ich das richtig überblickt habe, schon 9. Dann fehlt nur einer von den Nicht-Anwesenden. Ich weiß nicht, wer sich alles gemeldet hat. Ich habe gerade die Liste nicht vor Augen, aber dann wären wir beschlussfähig und dann wäre das ganze Problem mit denen, wir sind nur 4 Anmeldungen und so nicht. Also, wenn solche Mails kommen, einfach bitte auch antworten. Ich habe noch Frank gesehen und ich habe noch Dietmar gesehen. Ist richtig, dass wir beim Punkt Verschiedenes sind, ne? Ja. So. Ich wollte mich kurz anknüpfen, das Thema, was Moni aufgebracht hat, von wegen, was man so über uns denkt. Ich war letzte Woche beim Berliner Dialog der Stiftung Entwicklung und Frieden. Da ging es sehr hochgestellte Personen aus dem Bereich Entwicklungshilfe, Flucht und so weiter. Da ging es um die Themen Flucht und Fluchtursachen und es wurde halt gesagt, hinter vorgehaltener Hand, dass es doch ganz gut ist, dass wir hier sind und was wir hier in Nordrhein-Westfalen zu diesen Themen machen.
wollte ich dann an der Stelle auch mal loswerden. Zweiter Punkt verschiedenes, weil eben Thema CETA und mögliche Klage und so weiter gekommen ist, ganz aktuelle Info. Die Kommission will ja heute Nachmittag entscheiden, welches Verfahren sie wählt. Und im Moment gehen die Tendenzen dahin, dass doch die nationalen Parlamente und dementsprechend auch die regionalen, sprich wir, daran beteiligt sind. Die Entscheidung fällt heute Nachmittag, morgen wissen wir mehr. Oh, so, Dietmar noch. Ja, ich hatte noch was zu dem Punkt Kiel. Die Frage, Britta hatte das zurückgespiegelt, dass sie das natürlich nur abfragt und nicht beantwortet, was ich frage. Meine Frage war die ich gestellt hatte, die stelle ich jetzt hier. Ist es möglich, in dieser Woche, an diesem Tag, eine über den Rückkanal dezentral an der Sitzung teilzunehmen, auch was Beschlussfähigkeit angeht, weil ich habe an dem Tag Sitzung und werde wohl nicht nach Kiel können. Also dann stelle ich hiermit die Frage, ist das machbar, dass wir hier von beispielsweise vom Sitzungssaal aus teilnehmen? Das Pad hat sich gerade einmal verabschiedet, aber macht nichts. Ich beantworte das mit Ja, das sollte bis dahin möglich sein. Gut. Gibt es weitere Wortmeldungen zum Bereich Sonstiges zu den aufgerufenen Themen? Das ist nicht der Fall. Dann beenden wir um 12.53 Uhr die öffentliche Sitzung. Wir haben keinen mitarbeiteröffentlichen Teil, sondern nur noch einen nicht öffentlichen Teil. Auf Wiedersehen, Stream. Auf Wiedersehen, Oberhausen. Tschüss, Daniel.